Dear guests, dear participants, I am delighted that we at Pfizer are opening a new chapter today with the 5 for Health format, in which we are going to generate new ideas together with our partners in the healthcare system for a more sustainable, more individualized, and more patient-centric healthcare. It's great that patient advocacy group again brought together a very strong panel with representatives from science, medicine, care, and patient advocacy. Unfortunately, I will not be able to join you today, but I look forward to an exciting exchange with good discussions and also lots of inspiration and valuable insights at the 5 for Health. Hallo und herzlich willkommen bei 5 für Gesundheit, die Ideenwerkstatt aus dem Pfizer-Patientendialog. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind heute hier im alten Wasserturm des EUREF Campus. Der EUREF Campus befindet sich hier in Berlin in Schöneberg. Und stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt über unsere Zukunft im Gesundheitswesen sprechen. Ja, ich weiß, alle sprechen über Klima, aber Eckhard von Hirschhausen hat ja unsere Zukunft auch mit einem wunderschönen Adjektiv versehen, das viel näher an unserem alltäglichen Sprachgebrauch ist. Und dieses Adjektiv heißt, wir müssen unsere Zukunft enkeltauglich gestalten. Also es geht um uns, um unsere Familien und nicht um eine Klimaneutralität, sondern um uns selber. Und deswegen lade ich euch jetzt mal alle ein, zu überlegen, wie wäre denn ein Gesundheitswesen, das uns selber wirklich glücklich macht, das uns total abholt. Das heißt, wenn einer von uns krank wird oder ich selber, wäre es doch fantastisch zu wissen, dass ich in meiner Stadt, in meiner Gemeinde, ganz in der Nähe das Krankenhaus habe, das meine Wünsche am besten erfüllt, das nah erreichbar ist, das die beste medizinische Versorgung mir bietet, das Ärzte bereithält, die nicht nur einen tollen Job machen, sondern die richtig Zeit für uns haben, dass die Pflegekräfte, die Pflegefachkräfte sofort zur Stelle sind und vor allen Dingen auch mir erlauben und meinen Angehörigen möglichst viel und lange Zeit auch im Krankenhaus zu verbringen, damit ich schneller gesund werde. Und ist das eine Utopie? Ich glaube nein, ich glaube, es ist eine Vision, die sogar schon mehr ist, die nämlich praktikabel ist. Und heute habe ich mir 11 wunderbare Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner eingeladen, dabei 5 kreative Köpfe aus der Praxis für die Praxis, die zeigen, dass das geht. Und ich lade Sie jetzt ein, mir in den folgenden 2,5 Stunden zu folgen, der Diskussion zu folgen, meinen Gesprächspartnern zu folgen. Wir werden das in 3 Runden abarbeiten, diese Vision in kleinen Puzzlesteinen. Und ich freue mich sehr, dass ich in der ersten Runde schon diese Gäste hier begrüßen darf. Und ich beginne zunächst mit Frau Professor Dr. Annette Grüters-Gieslich. Sie kommt aus der Kinder- und Jugendmedizin und verfügt über mehrjährige Managementerfahrung bundesweit bekannter Kliniken. Sie ist ehemalige hauptamtliche Dekanin der Charité und Mitglied des Vorstandes der Charité sowie ehemalige leitende Direktorin des Klinikums Heidelberg. Also eine Frau mit ärztlicher und Managementerfahrung, die heute in der Leopoldina Senatorin der Sektion für Gynäkologie und Pädiatrie ist. Zudem ist sie Vizepräsidentin der ALEA, der Wissenschaftlichen Akademien Europas. Es ist eine große Ehre, dass Sie heute dabei sind, liebe Frau Professor Grüters-Gieslich. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und an Ihrer Seite, auch zu meiner Linken, sehen Sie Professor Dr. Mazda Adli, auch ein langjähriger Freund, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Er ist Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen und der AG Neurourbanistik an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Er ist Initiator des interdisziplinären Forums Neurourbanistik, das zu den Preisträgern des Innovationswettbewerbs Deutschland, Land der Ideen gehört. Wirklich schön, dass Sie da sind, Herr Professor Adli. Freue mich auch. Und ich darf jetzt hier weitermachen mit Nicolas Groth. Nicolas, wir duzen uns, deswegen nicht wundern, dass ich bei dir auch ins Du zurückfallen darf. Er ist Rettungssanitäter und Medizinstudent in Hamburg.
Mit dem im letzten Jahr von ihm gegründeten Projekt Intensivkontakt eröffnet er Patientinnen, Angehörigen und Mitarbeiterinnen im Krankenhaus ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten. Du wirst uns noch gleich auch beeindrucken mit dem Projekt, das du ins Leben gerufen hast. Ich freue mich auch sehr, dass ich weitere Gäste aus dem Krankenhaus habe einladen können. Wir sehen hier Katrin Eberhardt, eine beeindruckende Frau. Sie leitet seit August 2018 als Geschäftsführerin die Klinik Ernst von Bergmann in Bad Belzig. Die gelernte Hotelfachfrau stellt nach jahrelanger Führungstätigkeit in verschiedenen Kliniken ihre Dienstleistungsorientierung für Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Frau Eberhardt, es freut mich sehr, sehr, dass Sie heute da sind. Danke. Und Sie sind nicht alleine gekommen, Sie haben jemand Besonderes mitgebracht, der für Schlagzeilen sorgt, für positive Schlagzeilen, nämlich Peter Frühsamer. Er ist gemeinsam mit seiner Frau Gastgeber des Restaurant Frühsamers in Berlin und seit September 2020 zusätzlich Küchenchef in dem von Frau Eberhardt geführten Klinikum. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, zumal ich nämlich kürzlich, das war am 10. September, selber ja die Freude hatte, in Bad Belzig eingeladen zu sein. Also wir haben Ihr Krankenhaus besuchen dürfen, das ist ungefähr mit der S-Bahn eine Stunde, ne, aus Berlin-Mitte entfernt. Und es war ein wunderschöner Herbsttag, die Sonne hat gescheint, vielleicht kann man das auch ganz kurz einblenden, die schöne Klinik, und Sie haben uns eingeladen, auf Ihrer Terrasse Platz zu nehmen. Uns hat sich überhaupt nicht angefühlt wie im Krankenhaus, und doch kamen wir für ein sehr ernstes auch Thema zusammen. Sie haben mir nämlich gesagt, dass Sie in der Corona-Zeit ja vieles mitbekommen haben, was stressig im Krankenhaus gelaufen ist. Sie haben auch gesehen, wie Ihre Ärzte, auch die Pflegerinnen und Pfleger da gelitten haben unter dem Druck. Und Sie wollten schlichtweg Ihrem Personal, wenn ich das so sagen darf, was Gutes tun. Ja, das war eigentlich der Hauptgedanke. Es sind mehrere Komponenten zusammengekommen. Wir haben 2019 unsere Küche zurückbekommen, die war outgesourced, das war ja mal Mode. Wir haben das wieder rückgängig gemacht, wir haben unser Kaffee, auch den Betreiber unseres Kaffees verloren in der Corona-Zeit. Auch da haben wir uns dann entschlossen, das alles selbst zu machen, und dann kam natürlich das Bedürfnis auch der Mitarbeitenden nach Wertschätzung. Das hört man ja immer, was ist Wertschätzung denn überhaupt? Und vielleicht so als Beispiel, wir haben 360 Mitarbeiter, davon haben 5 an der Personalverpflegung teilgenommen. Und da habe ich gesagt, da muss sich was ändern. Und Wertschätzung ist für mich auch, dass die Mitarbeiter natürlich sich auf das Essen freuen und auch was Leckeres zu essen bekommen. Und ja, und in der Zeit war das Haus natürlich nicht gut belegt, wie alle anderen Häuser auch. Das heißt, das ist immer eine wunderbare Zeit, um auch fortzubilden. In der Küche war wenig los. Und da hatte ich mich dann erinnert, ich hatte in meinem beruflichen Leben Herrn Frühsamer mal als Patienten kennengelernt. Wir haben uns dann auch über Gemeinschaftsverpflegung ausgetauscht. Was kann man besser machen? Und ich habe ihn dann gebeten, einfach mal zu kommen, sich unsere Küche anzuschauen und zu gucken, ob man nicht so ein paar Tricks den Mitarbeitern vermitteln kann, was kann man besser machen. Ja, und dann kann ich das gar nicht beschreiben. Das war wie ein Wunder. Die Cafeteria war auf einmal voll. Dort saßen Mitarbeiter lächelnd, bewundernd vor ihrem Teller. Und ich habe das erste Mal irgendwo auch gespürt, dass die Mitarbeiter dankbar waren. Und diesen Moment werde ich nicht vergessen. Und ich bin dann zu Herrn Frühsamer gegangen und habe gesagt, wir haben zwar einfach nur vereinbart, vielleicht 4 Wochen zu coachen oder 8 Wochen. Ich habe gesagt, Sie können nicht wieder gehen. Das geht nicht. Wenn Sie jetzt wieder gehen, bricht eine Welt zusammen. Ja, und dann habe ich ihn überreden können, dass er bei uns bleibt. Und das ist eben so wichtig. Ein Sternekoch findet ja nicht einfach so seinen Weg in eine Krankenhausküche. Und seien wir doch mal ehrlich, mit Krankenhausessen verbindet der normale Mensch jetzt nicht so das Allerleckerste. Herr Frühsamer, wie war das denn für Sie? Sie haben den Anruf irgendwann von Frau Eberhardt bekommen. Sie haben sich auf das kleine Abenteuer eingelassen. Sie haben auf der Sonnenterrasse ja uns ein bisschen was davon erzählt. Aber erzählen Sie es hier auch nochmal allen Beteiligten, damit man sich das praktisch vorstellt. Kann. Wie kommt ein Sternekoch in ein Krankenhaus? Ja. Na, jeder, der erst mal gefragt wird, ob er jemand beraten würde, ist ja bauchgepinselt. Und da geht der Ego-Gedanke natürlich auch mit einem durch. Und ich dachte, naja, vielleicht kannst du Kollegen ein bisschen was väterlich im Dienste abgeben und ein bisschen was erklären und zeigen.
was da auf mich zukam, habe ich mir nicht vorstellen können. Also das war, wahnsinnig spannend, die Veränderung der Mitarbeiter zu sehen. Erst von der kompletten Ablehnung, dann zur Neugier und dann, wie sich das Team entwickelt hat, wie das dann hinter einem steht. Und heute muss ich schon aufpassen, damit ich keine, wenn ich noch mal Tricks irgendwie einbaue, das kommt schon. Wir fangen jetzt nicht zum Schlampen an, ja? Also da ist vom Team wird es jetzt schon auch gefordert, dass wir dieses konsequente Niveau beibehalten. Und es gibt keine Wiederholungsspeisepläne, so alle 3 Wochen fangen wir von vorne an, sondern wir kochen ständig neue Sachen, neue Kompositionen und neue... Und was denn zum Beispiel? Also Sie haben ja einen Speiseplan, ne, mitgebracht, auch von dieser Woche. Lesen Sie einfach mal so ein bisschen was vor, was man bei Ihnen essen kann. Na, also am Montag gab es zum Beispiel, wir machen immer ein vegetarisches Gericht und ein Vollwertgericht, also mit Fleisch oder Fisch. Und wenn es sehr kompliziert ist für die Leute, machen wir noch was Drittes. Am Montag gab es einfach nur ein Kräuterkrepp mit frischen Champignons, aber das ist wirklich einfach frisch gekocht. Ne? Das sind keine Wasserchampignons aus der Kiste, sondern wir schnippeln wirklich Steinchampignons. Und wenn man das dann für 100 Leute macht, und die werden nicht durch die Maschine gelassen, sondern werden von Hand geschnitten, das ist schon eine Herausforderung für Menschen, die vorher nur Kisten aufgemacht haben. Ne? Und da muss man schon. Und dann gab es Tandoori Chicken mit Gurken, Sticks, Joghurt und Reis. Diese Woche haben wir so ein bisschen international. Wir sind jetzt dann in Indien gewesen. Am Dienstag sind wir in England. Da gibt es Fisch und Chips, gab es zum Beispiel mit so einem Minzenpüree. Dann gab es griechisch gefüllte Auberginen mit Ofenkartoffeln. Die liefen gar nicht. Das war ein bisschen Lamm drin. Also das war ein Flop. Da haben alle viel lieber die vegetarische Küche gegessen. Und das ist, glaube ich, einer der Schlüsselerfolge, die ich in dieses Krankenhaus gebracht habe. Die vegetarische Küche hatte gar keine Kultur. In der Zwischenzeit liegen wir bei 70%. Und es gab einfach nur frischen Spinat, eine gut gemachte Senfsoße, ordentliche Kartoffeln vom Bauern und ein anständiges Ei. Mehr war das nicht. Das ist gar kein Hexenwerk. Es ist natürlich, wenn man 4 Kisten Spinat kriegt und die putzt, dann sieht das aus wie 3 Badewannen voll. Wenn das dann mal im Kipper zusammengefallen ist, dann kannst du das eigentlich in 2 Hände nehmen und denkst, Gott, wie kriegst du jetzt damit 150 Leute satt? Aber man kann es ja kleiner anrichten, aber es sind einfach wahnsinnige Mengen und es ist viel Arbeit. Also es ist viel Handwerk und man muss die Leute begeistern, man muss sie mitnehmen, man muss vor allen Dingen selber mitmachen. Von daher war es mir von Anfang an wichtig, auch wirklich dann kochen zu dürfen und kochen zu können. Ich wollte auf keinen Fall einen Küchenchef-Job am Schreibtisch haben. Und das sind Sie auch nicht, das leben Sie auch nicht. Und ich darf noch eine Kleinigkeit verraten, bevor wir nachher Sie noch mit einbeziehen. Das ist ja jetzt auch nicht so ein einfacher Selbstläufer gewesen. Also Sie haben ihn ja eingeladen, erstmal zu einer Beratung. Und dann habe ich ja gehört, Sie haben beraten. Aber wie Sie vorhin auch angedeutet haben, da gab es natürlich auch nochmal da eine andere Kultur, ein anderes Arbeitsklima. Sie hatten auch Ihre Vorstellungen. Ne? Dann gab es einen kleinen Clash und dann wollten Sie gehen. Und was mich sehr beeindruckt hat, und ich hoffe, dass ich das sagen darf, liebe Frau Eberhardt, ist, Sie haben dann zu ihm gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Oder Sie können es nicht machen, weil ich bin auch noch hier und Sie müssen auch bleiben. Und Sie haben dann, obwohl Sie schon Ihre ganzen Habseligkeiten. Sie hatten ja ganz viel Küchenmaterial, ne, von zu Hause mitgebracht, ne, und hat ja auch Ihr Team alles schon für Sie wieder sauber geputzt, bereitgestellt. Haben Sie wieder gesagt, nee, Leute, zurück, ich bleibe. Ja? Und das ist ja schon mal, ich sag mal, ein Team Entscheidung, weil sonst wären Sie nicht mehr da, wenn nicht Frau Eberhardt gesagt hat, nee, Freundchen, bleib hier, ich brauche dich, ich brauche dich für meine Seele, für mein gutes Essen und für mein Haus. Und Sie haben aber auch was Tolles gemacht. Sie haben nämlich gesagt, ich bin ja hier nicht nur der Küchenchef, sondern ich bin Teil eines Teams. Wenn Sie das vielleicht nochmal sagen können, auch vielleicht für Ihr Team, das vielleicht gerade jetzt zuguckt. Ich weiß nicht, ob Sie es denen gesagt haben, dass Sie heute auf Sendung sind, aber Sie sind ja ein Teammensch. Ja, und Sie wertschätzen wirklich jeden in Ihrer Küche. Also man kann niemanden Vorwurf machen für die kulturelle Entwicklung, die ein Mensch gehabt hat. Ich messe meine Mitarbeiter daran, wie sie mit mir umgehen, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen, wie sie mit den Produkten umgehen und wie viel Spaß sie beim Arbeiten haben. Und dann musste man natürlich schon etwas wecken. Ja. Man musste die schon ein bisschen an ihre Ehre packen. Und wenn Köche 20, 30 Jahre nicht mehr gekocht haben, und sie glaubten, sie haben gekocht, aber sie haben ja nicht gekocht, sie haben
aufgemacht und zusammengeschüttet oder zusammengeklebt oder was auch immer. Dann kann man die schon an der Ehre packen. Und das hat funktioniert. Also, und das geht nur im Team. Also ich habe auch Dienste, da stehe ich morgens um 6 an der Spülmaschine, weil wir einfach so knapp sind und ich Urlaubstage abgelten muss oder Überstunden. Und dann geht es nicht, wenn wir morgens um 6 nur 2 Leute am Band an der Spülmaschine haben, dann komme ich halt mal eine Stunde früher und mache eine Stunde Dienst mit. Danach entspannt sich's ja. Ist gar kein Hexenwerk, aber das war so der Schlüssel ins Team, dass die gesehen haben, der ackert ja mit. Also das ist wichtig und das ist immer das Problem. Man muss einen haben, der vorneweg marschiert. Genau, und Sie beide marschieren vorneweg. Ich darf auch sagen, diese Sonnenterrasse und auch diese kleine Cafeteria sieht auch nicht aus wie eine Krankenhaus-Cafeteria. Man denkt eher, man ist eigentlich wie so eine Hotel-Restaurant-Lobby. Also es ist wirklich sehr, sehr entspannt. Und ich durfte mich ja mit meiner Kollegin überzeugen, der Umgangston, dieses Klima für uns als Menschen ist wirklich sehr, sehr vorbildlich. Ich weiß auch, dass auf der YesCon kürzlich vor ein paar Wochen ja auch Tim Mälzer über gesundes Klinikessen auch referenziert hat. Ich weiß, dass es auch andere Köche gibt, die da vorangehen wollen. Aber ich will hier nochmal rausstellen, es ist das Team, Sie in der Küche auch, aber vor allen Dingen die Klinikleitung, die sagt, ich möchte das haben. Und Ihre Bereitschaft, wie Sie auch im Morgenmagazin, weil da gibt es auch noch einen Film über Sie, gesagt haben, ich bleibe ja über die heiße Phase der Corona-Krise hinaus. Ne? Und wie wichtig aber, ich sag mal, Ihr Role Model ist für andere Krankenhäuser, für uns, die wir im Gesundheitswesen ja auch essen wollen, Frau Professor Krüder-Skießlich, das können Sie ja sagen, auch aus Ihrer Managementerfahrung aus der Charité und aus Heidelberg. Ne? Ja, das Thema Krankenhausessen ist ein Dauerbrenner. Das ist in der Regel schrecklich, das Krankenhausessen. Und man muss sich vorstellen, man liegt dort als Patient. In der Corona-Zeit bekommt man nicht mal Besuch, der einem auch mal was mitbringen kann. Und dann liegt man da alleine und wartet eigentlich nur, gerade auch ältere Menschen, auf die das Essen gebracht wird. Und dann gibt es ein Essen, was wirklich manchmal überhaupt nicht essbar ist. Und deshalb finde ich das toll, wenn jetzt dort pilotmäßig mal was passiert. Denn gesundes Essen muss doch die Basis sein des Gesundwerdens. Wenn ich nicht gesundes Essen angeboten bekomme in einem Prozess, in dem ich eben gesund werden soll, dann weiß ich nicht, wie das wirklich überhaupt gehen soll. Und man kann dieses Thema aber auch erweitern und sagen, was brauchen die Patienten denn? Die wollen nicht als Fallpauschale oder als Fall angesehen werden. Sie sind ein Mensch, der dort krank ist und Rat und Hilfe sucht und gesund werden möchte. Und diese Haltung, das Essen ist das eine, aber dass wir mehr wieder diese Haltung auch ans Krankenbett heranbringen, dass da Menschen sind, die sich kümmern, dass jemand wieder auf die Beine kommt, das ist etwas, das müssen wir viel, viel stärker in den Fokus nehmen. Wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Studien, dass die Compliance, wie wir das immer nennen, also der Patient macht auch mit, dass das eine wichtige Basis ist für das Gesundwerden. Und das Mitmachen wollen hängt doch sehr davon ab, wie sehr es auch wieder wünschenswert ist, überhaupt gesund zu werden. Und Essen ist so ein Baustein, aber auch, dass da mal jemand ist, der den Arm um einen legt und sagt, wird schon wieder. Und unser Gesundheitssystem, insbesondere in den Kliniken, ist natürlich so, dass die wichtigste Ressource, die man dafür braucht, nämlich Zeit, auch beim Kochen natürlich, an der ist rigoros gespart worden. Und wenn man dann über die Wirtschaftlichkeit solcher Pilotversuche jetzt nachdenkt. Ich bin mir sicher, wenn wir mehr in unser Gesundheitssystem investieren, in Themen, die gesund bleiben fördern, also Präventionsprojekte, aber eben auch bei Patienten, die eben nun mal eine Krankheit haben, die wir nicht heilen können, mehr reinstecken in die Fürsorge und das sich kümmern um den Menschen, dass das effizienter sein wird als das, was wir gerade betreiben. Und das ist aber doch auch genau Ihr Thema, Professor Matze Adli, dieses sich kümmern, ne? Diese neue Haltung. Wie würden Sie das also kommentieren? Also
das Essen hat ja einen Einfluss direkt in die Emotionen. Und ich bin Arzt für Emotionen und kann sagen, wenn es den Emotionen gut geht, dann geht es dem Menschen dazu dann auch bald gut. Und mit dem Essen lässt sich viel erreichen. Frau Grütters hat es gerade schon gesagt, weil es nicht nur dazu führt, dass man sich psychisch besser fühlt, dass man sich umsorgter fühlt, sondern ehrlich gesagt auch, dass es einem leichter fällt, Hoffnung zu schöpfen. Und Hoffnung ist ein ganz wesentlicher Faktor zur Genesung. Und deswegen ist das tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man mal eine Studie macht, bei der man schaut, ob die Liegedauern sich verändern, wenn das Essen einfach stimmt. Die Simulantenrate steigt dann vielleicht. Aber man sieht doch hier, dass das, was Sie so vorbildlich hier zeigen und nicht zeigen für den heutigen Abend, sondern zeigen jeden Tag in Bad Belzig. Ja? Also hätten wir jetzt hier ein Publikum, Sie würden einen tosenden Applaus kriegen, den denken Sie sich einfach von den Zuschauerinnen und Zuschauern, die wir heute hören. Und machen Sie bitte, bitte weiter, damit Sie möglichst viele Nachahmer finden, die aber auch wirklich in diesem, sag ich mal, in diesem Teamcharakter, in dieser Pärchenkonstellation auftreten. Also vielen, vielen Dank, Frau Eberhardt, vielen, vielen Dank, Herr Frühsamer, dass Sie heute da waren und vielen Dank auch, dass Sie uns eingeladen haben, davon zu lernen und das möglicherweise auch in weitere wissenschaftliche und verbandliche Diskussionen zu tragen. Und wir bleiben aber jetzt im Prinzip fast bei euch im Krankenhaus. Wir wechseln nur den Ort. Wir gehen jetzt sozusagen nach Hamburg. Ich glaube, da hattest du ja auch deine ersten Erfahrungen mitgemacht. Ich darf also jetzt auf Nico Groth überleiten. Und Nico, ich habe es vorhin schon gesagt, du hast zwischen deinem Medizinstudium, du bist jetzt im zweiten Semester, also noch ganz frisch, aber du bist jetzt trotzdem kein Frischling an der Uni, der keine Ahnung hat, sondern du warst Rettungssanitäter. Du hast auch in Corona-Zeiten nicht irgendwie zu Hause rumgedattelt, sondern du bist ins Krankenhaus gegangen, du hast ausgeholfen, auch auf Intensivstationen. Erzähl uns davon, damit wir ein bisschen in das Thema reinkommen und dann auch deinen Verein besser verstehen können. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Richtig, ich komme aus Hamburg oder gebürtig aus Bonn und habe da auch schon in meiner Zeit während und nach dem Abi viel im Gesundheitswesen gearbeitet, im Rettungsdienst auf Intensiv, in der Anästhesie. Studiere jetzt mittlerweile in Hamburg zum Glück Medizin. Und in dieser Zeit habe ich unglaublich viele ganz, ganz spannende, ganz schöne, aber eben auch weniger schöne Eindrücke machen dürfen und auch müssen. Und es war eine sehr eindrucksvolle Zeit auf Intensiv, weil es genau diese Hochzeit der Corona-Pandemie bis dato war, um Weihnachten 2020 herum, die für uns alle eine ganz neue Situation war, auch auf eine ganz neue Art und Weise belastend, weil es zum ersten Mal so junge Patienten waren, die massenweise gestorben sind, dass wir nicht aufhalten konnten. Und ich erinnere mich sehr, sehr eindrucksvoll an einen Dienst, als ich in der Pflege auf Intensivstation gearbeitet habe und zwei Covid-Patienten betreut habe und beide gestorben sind, beide zwischen 40 und 55 waren. Beide Familienväter oder Familienmütter mit Kindern, mit Ehepartnern, mit sogar noch Eltern. Und es einfach unglaublich bedrückend war, das Alter zum einen und zum anderen auch diese Einsamkeit des Sterbens zu wissen, dass ich die Familien kenne, mit ihnen telefoniert habe, aber die Patienten über Wochen und Monate bei uns liegen und keine Chance hatten, nochmal mit ihrer Familie zu sprechen, geschweige denn sich zu verabschieden. Das heißt, du hast als junger, sag ich mal, Mensch den Telefondienst übernommen mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Telefondienst würde ich das nicht nennen. Also es ist im Grunde genommen ärztliche Aufgabe, über den Zustand des Patienten aufzuklären. Aber natürlich wir als Menschen, die den ganzen Tag acht Stunden in dem Zimmer sind bei den Patienten, sie pflegen und irgendwie mit ihnen zu tun haben, dann finde ich es doch irgendwie sehr schön und würde es mir auch selbst als Angehöriger wünschen, wenn solche Menschen mit mir sprechen und sagen, ich drücke Ihnen gleich, ich erzähle Ihnen gleich ein bisschen was, wenn Sie das möchten. Dass wir telefoniert haben und auch wenn Sie das vielleicht nicht mitbekommen, man weiß es ja nicht. Ja, das war auf jeden Fall eine für mich auch ganz wichtige Aufgabe zu verstehen oder zu wissen, wer da hinter den Menschen eigentlich liegt. Das meine ich dann mit der Frage. Ne? Also du hast es nicht einfach nur so beobachtet, wie wenn man eine Dokumentation schaut, sondern du warst Teil des Geschehens, du hast mitgeholfen auf Station und du warst auch am Telefon und hast mit den Betroffenen ja gesprochen. Ne? Und dann hast dich das aber nicht mehr losgelassen und du hast dann mit deiner Familie und mit deinen Freunden beratschlagt. Und dann hast du Intensivkontakt gegründet. Und was ist das genau? Also im Grunde genommen
gab es diese Überzeugung, dass es nicht sein kann in der heutigen Zeit, dass Menschen bei uns Wochen und Monate liegen, isoliert, schwerst krank und sie keinen Kontakt zu ihren Angehörigen haben können und teilweise bis zum Tod nicht mehr mit ihnen sprechen. Die Überzeugung gab es schon, bevor es diesen Namen Intensivkontakt gab. Und aus dieser Zeit um Weihnachten heraus habe ich mich dann mit meinem besten Freund zusammengesetzt, gesagt, es geht so nicht, komm, wir bestellen, wir machen jetzt irgendwas und haben Tablets online bestellt, haben die dann ein paar Tage und Nächte lang eingerichtet, Apps draufgespielt, Konten eingerichtet und Briefings erstellt für Angehörige und Pflegende und wollten damit irgendwie den Patienten eine Möglichkeit geben und auch den Angehörigen doch nochmal mit ihrer Familie zu kommunizieren, mit ihren Angehörigen, mit den Ängsten. Und das auch so eine bilaterale Teilhabe im Leben zurückzugeben. Und das war die Grundidee, die sehr gut angekommen ist, die auch uns unglaublich überrascht hat, wie gut es den Patientinnen tut, wie gut es den Angehörigen tut, wie viel Dankbarkeit wir erfahren und wie sehr wir auch merken, dass es den Patienten eine ganz neue Motivation gibt oder eine Compliance, wie wir angesprochen schon hatten, dass sie einfach wieder Lust haben mitzumachen. Und daraus hat sich dann seit Dezember 2020 diese Idee Intensivkontakt entwickelt, dass wir probieren, über digitale Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten Patientinnen und Angehörigen auf Intensivstationen diese Art der Kommunikation rund um die Uhr, rund um die Welt irgendwie zu ermöglichen. Auch da braucht ihr also dann, sag ich mal, aus dem Krankenhaus selber ja dann die Pflegefachkräfte, die dieses iPad oder was auch immer das ist, in die Hand nehmen, ne? Und dann im Prinzip, sag ich mal, auf dem Krankenbett auch dem Kranken, ne, im Prinzip halten oder so. Und es gibt diejenigen, die den Angehörigen sagen, ne, in welcher Form da die Kommunikation möglich ist. Genau so ist es. Also dafür haben wir und entwickeln wir gerade ganz klinisch spezifische eigene Anwendungen, um das so simpel wie möglich zu machen, weil wir wissen, und ich auch aus eigener Erfahrung weiß, wie eminent wichtig dieser Teil der Pflege ist und dass man denen das Leben nicht noch schwieriger machen möchte. Dafür entwickeln wir eigene Software und Hardware, die das ganz simpel machen soll, die die Patienten durch den Klinikaufenthalt begleitet, die das auch dokumentiert, die Bilder, die Videos, die geschickt werden, und so, dass man das im Nachhinein vielleicht auch noch ein Stück weit aufarbeiten kann als Angehöriger und als Patientin, und man diesen Intensivaufenthalt, diese dramatische Zeit vielleicht besser verkraften kann. Und ihr habt ja auch den Claim, ne? Hören und sehen und begleiten. Ne? Und letzte Woche war ja die Woche der seelischen Gesundheit, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ne? Und Sie hatten ja auch eine öffentliche Vorlesung dazu, auch zum Thema Einsamkeit. Jetzt haben Sie sich ja auch wie er in der Corona-Krise mit Einsamkeit befasst. Das muss jetzt gar nicht so dramatisch gleich wie auf einer Intensivstation sein, aber unsere eigene Einsamkeit, vielleicht als Single-Lebende den ganzen Tag im Homeoffice oder überhaupt, ne, weggeschlossen auch von vielen Freunden, Verwandten. Erklären Sie vielleicht nochmal uns allen und auch denen, die zuhören und zuschauen, warum ist das mit der Einsamkeit, die man ja dann auch gerade auf Intensiv dann so deutlich spürt, warum ist das so toxisch? Warum macht das Menschen so kaputt? Und warum ist wiederum so ein Projekt wie dieses so sehr segensreich? Also ich muss erst mal sagen, ich bin total begeistert von dem, was ihr macht, weil das so wichtig ist. Soziale Verbundenheit ist ein Faktor, der entscheidend ist, dafür gesund zu werden. Und wenn das fehlt, wenn man einsam ist, dann ist die Prognose schlechter, als wenn man Verbundenheit verspürt. Und deswegen finde ich das einen ganz, ganz wichtigen und wirklich extrem tolle Idee. Also super, Gratulation. Einsamkeit ist ein Thema, was uns aber auch gerade während der Pandemie Monate und Jahre, muss man jetzt eigentlich auch sagen, doch auch ordentlich zugesetzt hat nach drei Pandemiewellen und zwei langen Lockdowns. Ist das zum Problem geworden. Wir sehen eigentlich täglich in unseren Sprechstunden in der Psychiatrie und Psychotherapie die Folgen von Einsamkeit. Übrigens nicht nur bei älteren Menschen, sondern gerade in den jüngeren Altersgruppen. Da ist das ein Riesenproblem. Wir sind ja hier in Berlin, eine Stadt mit vielen, vielen Studierenden, und es gibt wirklich mittlerweile ja mehrere Generationen von Studierenden, die nach Berlin gekommen sind und nicht einen Tag bisher in einem Hörsaal verbracht haben und niemanden kennengelernt haben, und wirklich Einsamkeit sehr nah und mit all ihren Folgen verspürt haben. Wir haben selber auch eine Studie dazu gemacht, um zu gucken, wie geht es eigentlich den Menschen in Berlin während der
Pandemie, emotional, haben nach vielen Dingen gefragt, aber auch nach Einsamkeit. Und man sieht kontinuierlich einen Anstieg von Einsamkeitswerten, auch wieder vor allen Dingen in den jüngeren Altersgruppen. Und das deckt sich eigentlich auch mit dem, was sich aus anderen mittlerweile vorliegenden Zahlen, Studien aus anderen Teilen der Welt, was wir so auf den Tisch bekommen. Einsamkeit ist ein Riesenproblem, gerade in jüngeren Lebensaltern. Die jüngeren Altersgruppen sind überhaupt diejenigen übrigens, die psychische Last der Pandemie vor allen Dingen tragen mussten, was erstmal überraschend daherkommt, weil die Jüngeren gerade ja in der Regel körperlich nicht so sehr gefährdet sind wie die Älteren, wenn sie wenn sie Covid bekommen. Und bei der psychischen Belastung ist aber genau ein umgekehrtes Verhältnis. Da sind die Jüngeren eher betroffen. Also kurzum, Einsamkeit ist ein Thema, was wir hier gerade auch übrigens in einer Stadt wie Berlin besonders sehen. Warum? Weil jeder dritte Berliner, jede dritte Berlinerin lebt alleine. Verteilt auf die Hälfte der Berliner Haushalte, hinter jeder zweiten Haustürklingel hier in Berlin lebt ein Mensch alleine, und die haben ein größeres Einsamkeitsrisiko, wenn sie auf die eigenen vier Wände beschränkt bleiben. Und Sie haben aber auch in dieser öffentlichen Vorlesung, ich komme gleich nochmal auf dich zurück zum Thema Studien, weil ihr habt ja noch ein Follow-up-Projekt zu Intensivkontakt. Aber in Ihrer Vorlesung letzte Woche hatten Sie ja auch auf die Frage eines Zuhörers, der sagte, ja, ich bin beruflich jetzt so eingespannt, möglicherweise auch im Gesundheitswesen, vielleicht sogar in einem Krankenhaus tätig, ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr, noch ein soziales Umfeld irgendwie zu schaffen. Und dann haben Sie sehr liebevoll, aber auch sehr bestimmt gesagt, ja, aber es ist wichtig, weil... Weil es wirklich auch lebensqualitäts- und gesundheitsentscheidend ist, Verbundenheit zu anderen Menschen zu haben. Es gibt sowas wie eine Einsamkeitssterblichkeit. Wer einsam ist, hat ein größeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben. Wer einsam ist, hat überhaupt eine kürzere Lebenserwartung. Und deswegen muss es eigentlich zu unserem Verhaltensrepertoire genauso dazu gehören, sich um seine sozialen Kontakte zu kümmern, wie Essen, wie Trinken, wie abends sich die Zähne putzen. Dazu gehört eben auch den Kontakt zu anderen Menschen finden. Und, oder aber auch darüber sprechen oder sich Hilfe organisieren, wenn man damit Schwierigkeiten hat. Genau das. Und das möchte ich wirklich allen, die uns zuhören und zuschauen, nochmal wirklich ans Herz legen, was Sie gerade gesagt haben. Unsere sozialen Kontakte, die uns als Privatperson ausmachen, sind genauso wichtig wie Essen und Trinken und wie Zähneputzen. Ja? Und das ist wirklich etwas, wenn Sie sich das wirklich zu Hause an Ihren Bartspiegel oder woanders oder an Ihren PC ranpinnen, machen Sie das wirklich. Es ist wichtig und es ist nachgewiesenermaßen wichtig. Und Frau Grüders, ich komme gleich zu Ihnen auch nochmal zurück, aber will kurz noch bei dir verbleiben, Nico. Also ihr habt diesen Intensivkontakt gegründet und ich als normaler Mensch, der keine, ich sag mal, ärztliche Vorerfahrung hat, denkt, ja, das ist doch irgendwie logisch, dass die Leute krank werden, wenn sie ja schon auf Intensiv so liegen, und das ist ja alles mit Schläuchen und ne, was man so als Laie da so sieht und kalt und überall piepst es und so, da ist ja jede menschliche Berührung, jedes beruhigende Wort ja Segen. Und deswegen erscheint es mir fast logisch, dass das ja heilen muss und dass das ja etwas ist, was auch später nachher von Kostenträgern, von wem auch immer, bezahlt werden muss. Aber deine Freunde und deine Förderer sagen, nee, wir müssen ja trotzdem auch ein Studienprojekt draus machen. Und worüber forscht ihr jetzt und wie macht ihr das? Also ich glaube, das schließt sich nicht aus. Es ist völlig logisch, dass es so ist, wie es ist. Diese Angst, die man hat, wenn man selber auf Intensivstation liegt oder wenn ein Angehöriger von einem dort liegt, ich glaube, das können wir uns alle im Entferntesten vorstellen, unendlich groß ist, und die Sorgen, und das sich nochmal potenziert und forciert, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit ihm oder ihr zu sprechen, sich auszutauschen und irgendwie teilzuhaben an dem, was passiert im Leben. Dennoch ist es so, dass wir in der Medizin ja eine evidenzbasierte Medizin verfolgen. Das heißt, wir möchten auch wirklich wissen, inwieweit hilft das, was wir jetzt denken, was helfen wird.
und wo hilft es genau. Und deswegen habe ich von Anfang an so einen zweigleisigen Ansatz verfolgt. Auf der einen Seite ist es völlig klar, wir wissen, wir springen auch nicht ohne Fallschirm aus dem Flugzeug, deswegen machen wir das trotzdem. Also die Sachen, von denen man weiß, sie werden wahrscheinlich schon mal nicht schaden, die kann man schon mal angehen und das machen wir auch. Wir haben sofort die Tablets probiert rauszugeben, sofort probiert irgendwo zu helfen, wo es möglich ist. Und auf der anderen Seite habe ich über die Monate dann angefangen, ein Forschungsprojekt zu initiieren, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Eppendorf, mit den Helios-Kliniken, mit anderen Kliniken in ganz Deutschland. Und wir möchten eben durch unsere Erfahrungen auf Intensivstationen, die so positiv waren, auch wirklich beweisen oder erstmal herausfinden und wissen, wo und inwieweit wir den Patientinnen und den Angehörigen in ihrer psychischen, aber auch physischen Genesung helfen können, die Gesundheit fördern können. Und ein ganz eminent wichtiges Thema dabei ist die Prävention von psychischen Erkrankungen, von Delirien, also von Verwirrtheitszuständen auf Intensivstationen, die nachweislich, und da gibt es Vorstudien zu, dadurch gefördert werden, wenn man keinen Kontakt hat, wenn man nicht weiß, wo man ist. Und es ist auch nachweislich die höchste Priorität von erkrankten Menschen, irgendwie Autonomie zu behalten und Kontakt zu haben zu den Menschen, zu denen man sowieso immer Kontakt hat. Und das probieren wir zu verbinden. Nur dazu gibt es bisher in Europa und in Deutschland noch keine Studien zu genau diesem Thema. Und deswegen musste ich das dann zwangsweise selbst machen. Aber es macht unglaublich viel Spaß und gibt dem Ganzen dann in 2-3 Jahren bestimmt auch noch eine andere Perspektive. Das ist großartig und du hast auch tolle Unterstützer an deiner Seite. Frau Professor Grüters-Gießlich, wie wirkt das auf Sie? Was können Sie aus Ihrer Erfahrung auch dazu noch sagen und es einordnen? Naja, es ist toll, dass Sie das machen, dass Sie das auch überprüfen in einem Forschungsansatz, was es bringt. Ich kenne das ein bisschen aus der Pädiatrie, wo es eben auch schon, das, ich glaube, es ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, nach 15 mindestens, auf der Frühgeborenenstation das Projekt Babywatch an der Charité implementiert wurde, wo mit Minikameras die Frühchen nach Hause übertragen wurden zu den Eltern, die ja auch oft Monate im Inkubator auf der Station liegen, sodass man sich einloggen konnte und gucken, wie es seinem kleinen 500 Gramm oder 700 Gramm Frühchen so geht, wenn man nicht die ganze Zeit dabei bleiben kann. Das ist sicherlich toll, was man mit digitalen Medien so machen kann, aber ich würde ein kleines Fragezeichen immer noch machen, weil es gibt halt, das weiß Mazda Adli besser als ich, es gibt viele Studien, die eben auch zeigen, dass einfach auch das Haptische, der Körperkontakt, auch allein die Mimik und Gestik einfach unglaublich wichtig sind. Auch da gibt es aus der frühkindlichen Neurobiologie gibt es fantastische Experimente, muss man sagen. Wenn eine Mutter das Kind anlächelt und es anfasst und mit ihm spricht, dann lacht es und juchzt. Und wenn sie sich dann dahinsetzt und gar nicht mehr reagiert, ein eingefrorenes Gesicht hat, das Kind nicht mehr anfasst, dann fängt das Kind an zu schreien. Also es gibt in der Neurobiologie eben Dinge, jenseits des Digitalen, die wir auch noch erforschen müssen, was da notwendig ist. Und deshalb, ja, wahrscheinlich brauchen wir da auch hybride Systeme. Aber eins möchte ich wirklich auch noch sagen, wir haben viel gelernt aus der Pandemie und wir haben gelernt, dass sowas hilfreich ist und eigentlich logisch. Aber mir wäre es wichtig, wenn wir eins gelernt haben aus dieser Pandemie, ist es, dass wir nie wieder, egal was passiert, Menschen alleine lassen über Wochen, ohne dass sie Kontakt zu ihren Familien haben dürfen oder sie einsam sterben lassen. Ich finde, es hieß ja, wir werden uns viel verzeihen müssen, tun wir ja auch die ganze Zeit, aber das ist fast unverzeihlich, was da passiert ist. Das darf man nicht machen, Menschen in einer solchen Situation wirklich einfach ganz alleine lassen. Sie, ne, für alle Einrichtungen, ne? Für Krankenhäuser alle. Genauso wie für Pflegeeinrichtungen. Ja. Auch, dass wir eben, wir wissen ja, mein Lieblingsthema sind die seltenen Erkrankungen, ja, wo es immer nur ein paar gibt. Die fühlen sich sowieso schon mal grundsätzlich einsam mit ihrer Erkrankung, weil es kaum welche gibt. Die haben teilweise gar keine Versorgungsangebote mehr gehabt über Wochen, weil einfach die Spezialsprechstunden nicht mehr liefen. Was wir da eben Menschen zugemutet haben im Gesundheitssystem, das war wirklich viel. Und wir müssen sehen, dass wenn die nächste Krise kommt, was immer das für eine Krise sein wird, dass wir uns darauf vorbereiten, wie wir besser damit umgehen. Alles richtig und wichtig.
Aber vor allen Dingen müssen wir uns darüber im Klaren werden als Gesellschaft, welche Haltung wir dann haben gegenüber Menschen, die einfach auf bestimmte Dinge angewiesen sind. Dass wir nicht sagen, ja, das ist jetzt mal so und das müssen wir vorenthalten. Also ich glaube, diesen Diskussionsprozess brauchen wir in der Gesellschaft auch, dass wir sagen, ja, aber was dürfen wir nie wieder so machen? Was dürfen wir nie wieder so machen und was müssen wir aber jetzt wiederum positiv so machen? Also gibt es noch irgendetwas, was, sag ich mal, du dir für dein Projekt wünschst? Also braucht ihr für eure Studie noch, ich frage einfach so, noch andere Krankenhäuser, die mitmachen, die sagen, ja, ihr dürft bei uns auch mitforschen? Oder gibt es irgendwas, was ihr noch braucht? Ich würde niemals Nein sagen. Ich glaube, es gibt immer was, was man noch braucht. Mein tiefster Wunsch wäre, glaube ich, dass wir alle auch reflektieren, was wir gelernt haben, was wir hier auch machen und was wir nicht nochmal so machen wollen, aber dass wir uns alle auch probieren, auch wenn uns das nicht unmittelbar betrifft, in diese Situation hineinzuversetzen, einer Patientin, eines Angehörigen und das Probieren nachzuempfinden und so niederschwellige Angebote, egal welche Art und Weise, zu unterstützen und generell ein Gefühl dafür kriegen, die patientenorientierte Medizin, patientenzentrierte Medizin zu leben und sehr viel Medizin gehört einfach nur mal zum Patienten. Und ganz akut ist es, glaube ich, sehr wichtig oder halte ich für sehr wichtig, das Gesundheitssystem wird jetzt, soll digitalisiert werden, wird digitalisiert seit Jahren. Aber dass so Gelder wie zum Beispiel jetzt vom Bund zur Verfügung gestellt werden durch das Krankenhauszukunftsgesetz, durch diesen Fonds, der da bereitgestellt ist, nicht nur für tolle Technik und für EDV und Gestik gesteuerte Lichtschalter ausgegeben wird oder abgerufen wird, sondern dass es gesamtheitlich vollumfänglich abgerufen wird und eben auch für Projekte, die dem Patienten direkt helfen, wo man sieht, es ist simpel, Menschen, Patienten, Angehörigen zu helfen, das umzusetzen und das einfach mal auszuprobieren. Und deswegen, ich appelliere sehr gerne an alle, die zuhören und kann sagen, wenn wir uns da übereinstimmen, dass das logisch ist, dass das Patienten helfen kann, dann freue ich mich natürlich, wenn Kliniken auf uns zukommen und auch an der Studie teilnehmen möchten. Und wir möchten immer weiter forschen und immer weiter wissen, wo genau können wir helfen. Und insofern, umso mehr es umsetzen, umso mehr einfach ein Gefühl dafür entwickeln und den Gedanken im Hinterkopf haben und dann es auch schaffen, in die Praxis umzusetzen, umso froher und umso glücklicher bin ich. Das ist Nico Groth. Auch du darfst dir jetzt deinen tosenden Applaus vorstellen. Aber wir sind hier halt auch nur noch erstmal hybrid unterwegs und noch unter Corona-Einschränkungen, also ohne Publikum. Aber vielen Dank, dass du da warst. Und ich möchte, bevor wir jetzt in die zweite Runde gehen, dann doch auch noch mal ein bisschen das reflektieren, was wir ja gerade gehört haben. Also wir haben gehört, wie wichtig gesundes Essen ist. Wir hätten das noch viel weiter vertiefen können, Herr Frühsommer, auch mit Ihrem fleischlosen Ansatz. Ja, auf das, was Sie alles ja im Nachbarort machen, da wohnen Sie ja auch, ne, mit Ihrer Familie. Wir hätten das noch weiter vertiefen können, also was auch an bei der Speisekarte noch mehr zugehört. Ja, an gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen vielleicht braucht für andere Klinikleiter. Ne? Von dir haben wir viel gehört. Sie haben jetzt aus Ihrem reichen Forschungs, sag ich mal, Wissen auch erstmal nur ein paar Häppchen hier gegeben. Wir werden Sie aber in der dritten Runde noch mal wiedersehen. Bevor wir aber in die zweite Runde übergehen, möchte ich doch noch mal ganz kurz innehalten und auf das beziehen, was du gerade gesagt hast. Wir wollen ein Patienten patientenzentriertes Gesundheitswesen oder ein patientenzentriertes Krankenhaus oder auch eine patientenzentrierte Forschung. Ne? Und ich beschäftige mich ja selber auch schon lange mit diesen Worten, mit diesen Vokabeln. Und ich merke, dass im Gesundheitswesen, in der gesundheitspolitischen Debatte, bleibt man ganz früh damit stecken, weil es wenige Leute gibt, die sich als Patient bezeichnen lassen wollen. Und viel weniger auch, die sich outen. Wir haben heute in der dritten Runde noch zwei dabei, die sich auch als solche outen. Aber Patient will irgendwie so keiner sein. Und jetzt habe ich mir überlegt, was wäre denn ein alternativer Begriff? Es gibt im englischsprachigen Raum dann die Patient Advocates. Da sagen dann zu Recht viele älteren Semester, warum kann man nicht Deutsch sprechen? Das kann man doch auch als Patientenvertreter oder so, ne? Oder Betroffene ausdrücken. Ich finde, es wäre vielleicht für uns alle heilsam, die wir über neue Praxisprojekte oder auch über Wissenschaft, über Forschung nachdenken, wenn wir uns von dem Patientenbegriff
tatsächlich nicht sofort, aber so schrittweise verabschieden würden. Und wir würden ihn ersetzen durch einer von uns, eine von uns oder eben ich selbst. Denn wenn ich selbst nach Bad Belzig eingeliefert würde als Notfall, ja, dann wäre ich selbst begeistert von dem schönen Ambiente, würde mich freuen über die Freundlichkeit, das klimafreundliche Umgebung, über das tolle Essen. Ich selbst wäre total glücklich, wenn eine, sag ich mal, eine Begegnung mit meinen Angehörigen im Krankenhaus nicht möglich wäre, aber dann zumindest nicht das Tablet mich irgendwie noch verbinden lassen würde mit meiner Familie. Und ich selbst, wenn ich bei jeder Forschungsarbeit, bei jeder Politik, die ich formuliere, immer auf mich selbst schaue, weil wir sind ja auch alle endlich und irgendwann werden wir alle mehr oder weniger krank werden. Aber wenn ich selbst mich mir vorstelle, ich bin im Krankenhaus, in der Arztpraxis, in der Pflegeeinrichtung, wo auch immer. Ich glaube, mit diesen neuen Begrifflichkeiten kämen wir auch in diesem Mindset einen großen Schritt nochmal weiter. Also ich weiß nicht, ob man dann halt eine, also Arzt, Patient oder Ärztin, Arzt, Pflegerin, Pfleger und ich sagen, das wird man wahrscheinlich nicht machen können, ja, aber dieses eine von ich, eine von uns hat irgendetwas, nachher werden wir auch noch von Herrn Rosenbichler One in a Million hören, hat ja auch schon ein bisschen diesen Zeitbezug. Also ich glaube, es geht um uns. Gesundheitswesen geht um uns und um unsere Liebsten. Und möglicherweise hilft uns das auch in der nächsten Diskussionsrunde. Also wir werden uns jetzt gleich in wenigen Sekunden wiedersehen in einem 1:1 mit Dr. Bernadette Klapper von der Robert-Bosch-Stiftung. So, und wir sind zurück bei 5 für Gesundheit bei der Ideenwerkstatt aus dem Pfizer-Patientendialog. Und an meiner Seite ist jetzt Dr. Bernadette Klapper. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Auch wir sind per Du, also sollte es keinen stören, wenn wir uns hier duzen. Wir haben hier eigentlich auch Irina Zichon erwartet. Das ist die Projektleiterin Gesundheit von der Robert-Bosch-Stiftung. Und sie hat auch alles dran gesetzt, hier nach Berlin zu kommen. Von Stuttgart aus hat sich heute früh in den Zug gesetzt und ist dann aber im Sturmtief irgendwo mit ihrem Zug stecken geblieben. Egal, Frau Zichon, wo Sie uns jetzt von welchem Bahnhof oder hoffentlich vom Taxi oder schon zu Hause zuhören, wir denken an Sie und ich bin sehr sicher, dass Ihre ehemalige Chefin, nämlich Frau Dr. Bernadette Klapper, Sie hier gut vertreten kann. Worum geht es hier? Hier geht es um Neustart und Bernadette Klapper, du warst 19 Jahre lang in der Robert-Bosch-Stiftung die Bereichsleiterin für den ganzen Bereich Gesundheit und hast jetzt auch erst kürzlich die Seiten gewechselt. Also ich darf dir nochmal Glückwunsch sagen. Du bist jetzt die Bundesgeschäftsführerin des DBFK. Das ist der Berufsverband für Pflegeberufe, also ein toller Verband hier in ganz Deutschland. Und du hast uns Neustart mitgebracht. Wir wollen das auch direkt mal zeigen. Die gesundheitspolitische Szene hat davon schon gehört, denn im Sommer gab es dazu einen Gipfel. Sag uns doch noch mal gerade schnell, was ist Neustart? Neustart, ja, was ist Neustart? Gar nicht so leicht. Man sieht die Ergebnisse hier, das ist ein dickes Buch. Und Neustart war seit eigentlich einigen Jahren eine große Ermutigungsplattform für tiefgreifende Reformen für unser Gesundheitssystem, für eine Zukunft, in der wir alle eine gute Gesundheitsversorgung bekommen können und wo alles da ist, was wir für wichtig halten in dem Zusammenhang. Möchtest du auch noch ein bisschen über die, gerne, was es gewesen, ja, ist, wie wir es gemacht, ja, haben? Ja, bitte. Also die Anfänge gehen zurück eigentlich aufs Jahr 2017. Und wir waren da in der Robert-Bosch-Stiftung, also wir haben uns aus den Projekten, aus unserem Netzwerk immer mehr Nachrichten erreicht. Man müsste doch noch mal neu anfangen, es bräuchte größere Reformen. Und wir haben ja auch alle selber gemerkt und ist auch wieder zur Sprache gekommen, Digitalisierung geht viel zu langsam, wir hinken hinterher. Aber auch so Themen wie die sektorenübergreifende Versorgung, also sage ich mal, dass die Patienten, wir die Menschen, ja, also in einem Guss einen schönen Versorgungspfad haben, egal wo wir sind, ob wir zu Hause sind, ob wir ins Krankenhaus müssen und dergleichen mehr. Das kommt nicht recht in die Gänge bei uns, das ist ja sehr kompliziert in Deutschland. Und ob man da nicht nochmal eine Veränderung hinkriegen kann für ein Gesundheitssystem, was wirklich auf den Patienten oder wenn wir einen schöneren Namen finden, wäre ich sofort dabei, finden würden. Das war der Ansatz damals. Wir haben uns überlegt, ich meine, es gibt ja einige, die sich, ja, damit
bemühen und beschäftigen, was können wir machen damals als Robert-Bosch-Stiftung? Kann man noch mal was anderes machen als so das, was man so kennt, Reformkommission? Und wir haben dann gesagt, lasst uns doch einfach mal mit der eigentlichen Zielgruppe des ganzen Gesundheitswesens arbeiten, nämlich mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Deutschland. Wir wollen hören, was die wollen, was ihnen wichtig ist. Jetzt, also auch gerade in dieser Zeit, wo man auch spürt, ist nicht so einfach mit der Gesundheit, die Mittel werden knapp. Was denken Sie, was wichtig ist? Wo setzen die Prioritäten? Und was sind Sie auch bereit zu akzeptieren? Und dann haben wir tatsächlich zwei große Bürgerdialoge gemacht mit rund 700 Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Eins vor Corona konnten wir noch machen und dann die zweite große Welle ist auch in Corona gewesen. Ihr wart richtig in Deutschland unterwegs, in großen Städten. Ne? Ja, wir waren in fünf großen Städten, um möglichst eine breite Auswahl an Bürgerinnen und Bürgern zu bekommen. Repräsentativ war es sicherlich nicht, weil es ja auch eine freiwillige Sache ist. Ja. Aber mit 700 Menschen in Deutschland fanden wir, also haben wir eigentlich wirklich gute Resonanz bekommen und wir waren auch wirklich total begeistert, wie intensiv und differenziert die Menschen, also sich das Thema vorgeknöpft haben. Und diese Bürgerwerkstätten, Workshops, die waren auch richtig in Stadthallen. Ihr habt wirklich ihr seid rausgegangen, richtig zu den Menschen. Ja, genau. Das waren eigentlich wirklich große Townhall-Meetings und der erste große Dialog, das fand auch alles an einem Tag statt in fünf Städten in Deutschland. Mhm. Ne? Ja, und wir haben, also das war nicht das Einzige, wir haben also mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, wir haben sie aber dann später auch mit den Expertinnen und Experten vernetzt, weil wir gedacht haben, naja, man weiß ja auch immer nie so, was es an Möglichkeiten gibt, so als Bürger vielleicht, was es geben könnte und dass wir die sozusagen die Wünsche von den Bürgerinnen zusammengetragen haben, zu den Experten gebracht haben und gesagt haben, wenn das die Wünsche sind, wie sehen denn dann die Lösungen aus, was kann man machen? Mhm. Und dann ist es auch noch weiter gewachsen, dass wir noch begleitende Maßnahmen gemacht haben, ergänzende Arbeitsgruppen zum Beispiel, ganz wichtig, die Arbeitsgruppe, die sich darum gekümmert hat, wo das alles so schwierig angelegt ist, nämlich unsere Sozialgesetzgebung, das SGB V, SGB XI, manche sagen auch SGB IX gehört mit rein, es gibt ja auch Menschen, die sagen, also was ist Pflege? Ist es eher SGB V? Ist es SGB 11? Wir müssen ja immer sagen, Pflege ist für einen Menschen und nicht irgendwie für ein Buch. Ja, und das war eigentlich dann eine große Initiative und hier sind alle Ergebnisse gebündelt. Und dann habt ihr eingeladen in die Robert-Bosch-Stiftung in euer schönes Haus hier in Berlin. Ich war da auch teilweise dabei und dann habt ihr, ich sag mal, Podiumsdiskussionen auch so geführt, dass Experten untereinander diskutiert haben. Da durften Leute aus dem Publikum rein, durften auch ihre Fragen stellen, ihre Statements. Aber letzten Endes habt ihr nachher einen großen Gipfel organisiert, der auch die Sozialrechte da alle mit an Bord hatte, auch Politiker. Und das ist dieses Gesamtwerk dick wie ein Telefonbuch entstanden. Ja, sozusagen wie ein Telefonbuch. Also das sind die Ergebnisse der Initiative. Wir haben aber dann auch noch gebeten, einige oder viele einzelne Autorinnen und Autoren, die sich angeschlossen haben, die nochmal Impulse setzen in diesem Buch, wo man denn auch noch mal ansetzen könnte. Ich meine, das ist ein Riesenthema, neues Gesundheitssystem. Auf was muss man schauen? In welche, also welche Grundlagen hat es? Und so ist es auch ein bisschen sortiert. Und dass man dann also wirklich auch gute Anregungen bekommt, wie es im Einzelnen gehen könnte. Und, sag ich mal, einen Gipfel zu veranstalten, ist eine Sache. Dann, ich sag mal, dieses große Werk zusammenzustellen, da ist ja viel Gehirnschmalz reingekommen. Das soll aber ja jetzt in Politik umgesetzt werden, ist der Wunsch. Ja, und wie geht es denn jetzt weiter? Auf dem Cover ist so schön ein kleines Mädchen abgebildet mit so einem Papierflieger. Wo fliegt der denn hin? Der Papierflieger, der fliegt ins politische Berlin. Der ist gestartet damals nach dem Neustadt-Gipfel im Sommer. Ja. Wir haben schon auch mit einigen Politikerinnen und Politikern sprechen können im Einzelgespräch. Wir hatten auch im September noch, kurz bevor ich dann die Stiftung verlassen habe, hatten wir noch mal eine große Konferenz in Kooperation mit FATS-Konferenzen, wo wir das auch noch mal, wo wir dann sozusagen auch noch mal Stakeholder in die Diskussion reingeholt haben. Ja, und jetzt geht es weiter und ich denke, die Kollegen in Stuttgart sind, sagen wir mal, eifrig dabei, sich vorzubereiten, den Flieger jetzt auf die neue Regierung zu tragen und dann darüber nachzusinnen, was sind die richtigen Formate, um da auch für zu sensibilisieren. Und soweit, also im Prinzip ist deine Geschichte bei der Robert-Bosch-Stiftung und jetzt kommt ja dein Wechsel, den ich auch gerade angekündigt hatte, neben als Bundesgeschäftsführerin des DPRFK hier in Berlin. Damit ziehst du auch um, das habe ich verraten, von Stuttgart hier in das schöne Berlin. Herzlichen Glückwunsch, ich fühle mich hier auch wohl. Und
Wie kannst du, sag ich mal, Elemente wahrscheinlich, ne, von Neustart auch in deine neue berufliche Heimat übertragen? Oder wie hängt das zusammen? Ja, es ist, wenn man so will, mein persönlicher Neustart fällt auch unter das Neustartdach. Und natürlich, also man kann einiges übertragen. Die Neustart-Zukunftsagenda, die ja so richtig das verdichtete Papier ist, was auch in diesem Buch zu finden ist, die weist ja ganz besonders darauf hin, dass wenn man sich anschaut, was gerade auch mit Pflege in Deutschland, auch gerade in den letzten, ja, man muss schon fast sagen, über Jahrzehnte versäumt worden ist, dass wir es wirklich regelrecht mit struktureller Lieblosigkeit zu tun haben. Und da muss was geschehen, weil Pflege und Fürsorge halten ja unsere ganze Gesundheitsversorgung am Laufen. Nicht nur, dass Medizin einfach gute Medizin wirklich gut ist und funktionieren kann. Also hast du ja eben auch in deiner Diskussionsrunde so toll, haben wir es gehört, wie auch wichtig ist der soziale Kontakt, dass man nicht einsam ist und dergleichen mehr. Es sind so viele Aspekte, die das ausmachen und wo Pflege eine ganz wichtige Rolle hat in dem Zusammenhang. Das stimmt. Und wenn man jetzt, sag ich mal, von meiner Rolle als Patient oder einer von uns, sag ich mal, so rüberschaut auf die Rolle der Pflegenden, der Pflegefachkräfte, wie ich auch gelernt habe, gab es ja jetzt auch kürzlich den großen Deutschen Pflegetag. Da warst du ja auch. Da waren ja ganz viele, ich sag mal, eurer Zunft, eures Berufsverbandes. Ja. Kannst du da noch vielleicht so zwei, drei Takeaway-Messages mitbringen, die darauf auch basiert? Ja, ich meine, das Wichtigste ist natürlich, und das hat man auch am Deutschen Pflegetag wiederholt gehört, also was wir ganz besonders brauchen einfach ist, wir brauchen eine gute Personalbemessung, damit wir auch sagen können, wie viel Pflegekräfte braucht es denn, um wirklich auch gute Pflege für die Menschen liefern zu können. Das heißt, das ist ja zweischneidig. Wir brauchen eine Personalbemessung. Da gibt es auch Instrumente, das PPR 2.0, aber es müsste sicherlich weiterentwickelt werden. Aber wir brauchen auch die Indikatoren, die das zeigen, auch dass wir wirklich auch was Gutes bekommen dafür. Ja. Wir brauchen, das hat, glaube ich, jetzt jeder in den letzten Jahren gehört, gute Arbeitsbedingungen, Vergütung, aber auch Gesundheitsförderung für die Pflegenden. Das brauchen sie eben auch. Arbeitszeitmodelle und dergleichen mehr. Und wir brauchen, das sagt die Agenda auch noch mal ganz stark, Bildung, Bildung, Bildung. Mhm. Und zwar angefangen bei einer guten Aus- und Fort- und Weiterbildung bis hin allerdings in die Pflegestudiengänge hinein. Davon brauchen wir viel, viel mehr, um wirklich auch die Qualität und, sage ich mal, auch die Herausforderungen, die wir haben in diesem ganzen Gesundheitsbereich, das funktioniert halt nicht mehr mit kleinen Bildungsprogrammen. Wir brauchen diese Studiengänge ganz dringend und wir brauchen eine Kompetenzerweiterung für die Pflege. Wir müssen gucken, wie können wir die vielen Aufgaben, die es gibt, neu sortieren zwischen den Gesundheitsberufen. Wir brauchen da entsprechende Unterstützung auch, Heilkundeübertragung, Leistungserbringerrecht muss sich ändern und natürlich auch ein bisschen mehr Unterstützung in der Selbstverwaltung, also dass Pflege wirklich auch mit am Tisch sitzt, wenn die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Eine Stimme bekommt, ne? Genau. Eine Stimme für die Pflege, eine Stimme für die, die wir noch Patienten nennen, aber in Zukunft auch auf uns selber projizieren können. Ich weiß, dass du jetzt vieles aufgezählt hast, was man machen könnte. Ich weiß aber auch, dass ihr das ausformuliert habt. Das sind also jetzt nicht einfach nur solche Headlines. Dahinter gibt es Programme und die wollen wir mit dir nachher auch in der dritten Runde noch weiter vertiefen. Für jetzt darf ich erstmal dir ganz herzlich danken, dass du Neustart vorgestellt hast. Nochmal ganz liebe Grüße zurück auch an Irina Zichon und an Sie alle. Darf ich jetzt Ihnen allen eine kleine Pause ankündigen. Wir werden 18.10 Uhr uns jetzt wieder hier treffen und bleiben Sie dran, es kommen noch spannende Gäste. Bis gleich. Willkommen zurück bei 5 für Gesundheit, die Ideenwerkstatt aus dem Pfizer-Patientendialog. Wir haben jetzt in der ersten und zweiten Runde zwei tolle, kreative Köpfe und Ideen aus dem Krankenhaus kennengelernt. Und jetzt in dieser großen Runde geht es darum, das Bild zu komplementieren. Wir machen Ausflüge in die Pflege und zu denen, die wir immer noch Patienten nennen, aber wahrscheinlich irgendwann wirklich einen neuen Begriff brauchen, sowohl aus betroffener Perspektive als auch aus Angehörigenperspektive. Bevor wir aber starten, möchte ich erstmal dieses große, erweiterte Rund nochmal vorstellen. Sie alle kennen natürlich schon Frau Professor Grüters-Kieslich, Sie kennen auch Frau Dr. Bernadette Klapper und Sie kennen auch
Professor Dr. Matze Adli. Ich werde aber jetzt die Neuen hier in der Runde auch noch einführen und dann geht es auch gleich wieder los. Ich darf zunächst zu meiner Rechten ganz herzlich begrüßen, Wolfgang, wir duzen uns auch. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Strategie- und Politikberatung SNPC in Berlin. Er hat mehrjährige Erfahrung in Politik und Wirtschaft und engagiert sich unter anderem ehrenamtlich als Hochschulratsvorsitzender der Universität der Künste. Man könnte zu seinem Lebenslauf abendfüllend sprechen, aber das soll erstmal jetzt für den Anfang hier reichen. Gefolgt von Markus Joga-Stratzka, den habe ich heute schon als den Held des Tages vorgestellt im Vorgespräch. Ich darf das hier aber auch nochmal machen. Er wurde nämlich von einem Auto angefahren, tatsächlich gestern als Radfahrer, hat aber trotzdem die Bahnfahrt mit wehem Knie, mit wehem Bein auf sich genommen und ist heute hier. Also vielen Dank, Markus, dass du da bist. Markus Joga-Stratzka ist Krankenpfleger und Geschäftsführer der Pflege in Rentchengruppe und zugleich Vorsitzender des Vereins Pflege in Bewegung e.V. Er setzt sich seit Jahren für eine Verbesserung der Situation von beruflich Pflegenden, Betroffenen und sorgenden Angehörigen ein. Vielen Dank, dass du da bist, Markus. Und an seiner Seite wiederum sitzt Martina Hagspiel. Martina ist Unternehmerin, so wie Markus Joga-Stratzka auch, und Gründerin der Agentur Kurvenkratzer. Nach mehrjähriger Marketingerfahrung im österreichischen Gewerbeverein setzt sie sich für eine neue Kommunikation zum Thema Krebs ein. Wir hören dazu auch gleich noch mehr. Und ich darf die Runde schließen mit Bernd Rosenbichler. Bernd Rosenbichler ist, glaube ich, in der Automobilbranche so bekannt, dass man ihn nicht vorstellen müsste. Im Gesundheitswesen darf ich das heute noch mal machen. Er ist Unternehmer und gründender Geschäftsführer der Branevo GUG, Brand World und Benz Art. Nach über 20 Jahren Managementerfahrung in der Automobilindustrie setzt er seine Kraft nun für die Erforschung des Alström-Syndroms ein. Warum das so ist, werden wir auch gleich nachher im Anschluss noch hören. Bevor wir aber jetzt diese Praktiker zu Wort kommen lassen, möchte ich doch erstmal von dir, Wolfgang, doch noch mal ein paar Worte zur Gesundheitspolitik im Großen und Ganzen hören. Die Bundestagswahl ist ja noch nicht so lange her. Die Ampeln stehen auf Ampel. Blödes Wortspiel, aber ist ja so. Kannst du uns ganz kurz noch mal für uns alle hier, die wir auch aus der Praxis kommen, eine politische Einordnung bitte geben? Ja, zunächst stimmt, die Ampel leuchtet noch nicht. Also sie ist noch aus. Wir alle hoffen, dass es schnell eine handlungsfähige Regierung gibt, was diese Wahlen besonders gemacht hat. Sehr viele Leute durch die doch nicht erwarteten Verschiebungen in den politischen Kräften bedeuten am Ende, dass sehr viele Leute, mit denen wir gearbeitet haben in den vergangenen Jahren, man muss fast manchmal schon sagen Jahrzehnten, aus dem Parlament draußen sind, aus der Regierung draußen sind. Das heißt, es gilt faktisch zwar nicht bei Null anzufangen, aber doch noch mal zu erklären, was bedeutet eigentlich Gesundheit, wie facettenreich ist es. Und es ist ja auch eine für uns ökonomische Chance. Da fangen wir tatsächlich bei vielen an, uns erstmal bekannt zu machen und das Thema nochmal zu vermitteln. Das bedeutet Arbeit, aber ist natürlich des Schweißes wert. Wir sind ja entstanden aus einer Situation, dass insbesondere aus Patientenorganisationen während der Corona-Zeit Beispiele gesagt wurden, die uns doch sehr erstaunt und zum Teil auch sehr erschüttert haben. Das heißt, das System hat zwar irgendwie funktioniert, aber es wurde weniger Rücksicht genommen auf den Einzelnen, sondern es wurde eigentlich mehr Rücksicht genommen, die Strukturen zu halten. Und was wir wollen Strukturen verbessern. Das eint uns ja ein Stück weit alle. Deutschland ist die zweitälteste Nation nach Japan auf der Welt. Das heißt, wir werden immer mehr und auch dankbar älter, aber wir haben eigentlich keine Strukturen. Es ist heute schon diskutiert worden über die Digitalisierung. Es geht nicht nur darum, Kabel zu legen, sondern die Menschen, und darunter zähle ich eben dann auch die Patienten, dafür zu qualifizieren, dass sie überhaupt mit solchen Geräten auch umgehen können, sie einfach zu machen. Das hat Nicolas Groth uns ja auch eben vermittelt. Aber auch das Personal, die ganze Infrastruktur, die Curricula in der Ausbildung. Wir brauchen Fachkräfte, ja nicht nur in der Pflege. Wir sehen das jetzt in der Logistik, wir sehen das in den Restaurants. Wir brauchen eine Ausbildungsinitiative im Gesundheitsbereich viel breiter als nur
Entschuldigung, die Medizinerin oder den Pfleger, sondern da sind Ökonomen, das ist ja ein ganzes System. Wir brauchen Ansätze, die Finanzierung sicherzustellen. Es wird einen Kassensturz geben und wenn Sie sich jetzt mal in den vergangenen Wochen die Sondierung gehört haben, das Wort Gesundheit, nein, Gesundheit ist nicht gefallen. Es gibt auch gegenwärtig zu dem Thema Gesundheit, ehrlicherweise ist das ein Ressort, was Sie, du, was wir haben wollen. Die Politiker sagen in der Regel nein, es ist eine Herkulesaufgabe. Das heißt, wir haben gegenwärtig auch keine richtigen Protagonisten, die uns gewissermaßen als Partnerinnen oder Partner zur Verfügung stehen. Und es ist die Aufgabe solcher Zusammenkünfte, Club Gutwilliger aus der Praxis für die Praxis, tatsächlich da Gehör zu verschaffen. Und das wird auch ein Stück weit Kernaufgabe in den nächsten Wochen. Wir wollen nichts in der Koalitionsvereinbarung zu stehen haben, was wir danach 4 Jahre schaffen, nicht rauszuholen, sondern wir müssen jetzt einige wenige Punkte, Herr Rosenbichler wird das wissen, natürlich aus der Industrie, den Elefanten isst man nicht an einem Stück, sondern man fängt mit den Ohren an, übrigens mit einem Ohr und da auch nur ein Stück. Also wir sollten uns die Themen raussuchen und das ist dann wiederum Aufgabe unserer Steuerungsgruppe, alle diese Erfahrungen aufzunehmen und zu einem Konzept zu bündeln. Und deswegen sitzen wir auch hier und noch vor eigentlich ist es ein Jahr her oder wenige Monate her, ne, da war das noch so hip, für die, sag ich mal, Pflegefachkräfte zu klatschen. Für dich klatscht im Moment gerade keiner mehr. Dabei bist du jemand, der deutschlandweit auch für ein, ich will nicht sagen Modellprojekt steht, weil ihr arbeitet ja genauso, aber zumindest für eine wirklich in jeder Art und Weise vorbildliche Pflege für den Fall, dass ich alt bin. Also ich kann auch noch mal outen, wie wir uns kennengelernt haben. Mein Team hat mir eine Fachzeitschrift von der Pflege zugeleitet. Ja, kannst du mal durchblättern. Und dann habe ich sein Gesicht gesehen und seine Senioreneinrichtung wurde beschrieben als nicht ein Seniorenheim oder Pflegeheim, sondern als ein Lebeheim. Da fand ich das super spannend, habe das aber auf meinem Stapel in Berlin zurückgelassen, war bei meinen Eltern und schlag sonntags morgens, man glaubt es kaum, TV hören und sehen, also eine Fernsehzeitschrift auf und sage, da ist er ja. Und dann habe ich ihn angerufen über Sandra Postel und dann haben sie, oder hast du auch gesagt, Markus, ja, in diesen beiden Zeitschriften wurde ja auch tatsächlich, ne, euer, nicht Projekt, aber euer, wie ihr das eben lebt, dargestellt. Ja? Und auch das ist ein Team-Approach, wie ich gehört habe. Erzähl uns ein bisschen was davon, damit sich das jeder so ein bisschen vorstellen kann. Ja, wir haben ja gerade schon das Thema Essen gehabt. Ja. Und der Unterschied bei uns ist halt, wir sind ja nicht ein Krankenhaus, wo die Menschen kurz sind, sondern die Menschen leben bei uns in den meisten Fällen bis zum Lebensende. Und insofern haben wir eine etwas andere Herangehensweise an dieses Thema, nämlich die Frage, wie fühle ich mich zu Hause? Und dieses Thema ist beim Essen auch ganz dicht, nämlich wie esse ich zu Hause, wie esse ich zu Hause? Und insofern haben wir bei uns gar keine Zentralküche, wo ein Koch ist, sondern wir haben auf jeder Etage eine Küche, wo jeden Tag frisch gekocht wird. Also da ist eine Mitarbeiterin im Frühdienst, im Spätdienst da, da wird frisch gekocht. Die Bewohner sitzen dabei, also die Menschen, die bei uns leben, sitzen dabei, können auch mithelfen, wobei man ehrlichkeitshalber sagen muss, das hat in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, weil einfach die Pflegebedürftigkeit bei Einzug schon sehr weit fortgeschritten ist. Und ja, das ist natürlich ein Konzept, wer die Schlüssel kennt für Hauswirtschaft, weiß, dass das also überhaupt nicht aus dem raus zu finanzieren ist. Das heißt, wir haben über Jahre hinweg, mussten wir eigentlich da immer dazugeben, um das umsetzen zu können. Es hat sich jetzt etwas verbessert durch ein paar Reformen, aber es ist immer noch so, dass wir jeden Monat Stellen haben, die wir nicht refinanziert bekommen. Uns ist es aber wert, weil einfach die Qualität, die dabei herauskommt, wunderbar ist. Wenn man sich vorstellt, eine Nudel, die irgendwie warm gehalten wird über eine halbe Stunde, die schmeckt nicht mehr, wenn es auf dem Teller ist, da gleitet die Gabel durch und bei uns kommt es halt direkt vom Herd auf den Tisch. Und es ist natürlich auch ein Charakter, denke ich mal, im Sinne von Beschäftigung, denn es ist so, man beschäftigt sich zu Hause auch immer mit dem Essen, ja, und das ist einfach was wunderbar ist. Die Menschen sitzen dabei, nehmen daran Anteil, geben auch sofort Rückmeldungen. Das ist im Übrigen auch was ganz Wichtiges. Also Sie können sofort sagen, wenn das Essen daneben gegangen ist, was gelegentlich auch mal passiert. Ja, das ist der eine Teil, der uns ausmacht. Wir haben halt sehr kleine Hausgemeinschaften, mit denen wir arbeiten. Und wir haben eine segregative Dementenbetreuung, Bereich für Menschen mit Demenz, wo wir nach dem Drei-Welten-Modell arbeiten. Ja,
Und ich darf vielleicht noch auch ergänzen, dass du das jetzt machst mit deiner, ich sag mal, Partnerin in der Geschäftsführerin, in der Geschäftsführung, die sich mit, ich sag mal, Rechnungswesen, mit Abrechnung mit Krankenkassen top auskennt. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, das ist auch, ich sag mal, eine Grundbedingung, dass so ein Modell auch finanzierbar ist, weil wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind auch nicht bei Bullaby, wir sind im richtigen Leben. Das richtige Leben in Deutschland kann hart sein, wenn man in die Verwaltung reinschaut. Du bist aber ja auch, und so habe ich dich auch vorgestellt, ein Vereinsvorsitzender Pflege in Bewegung. Und es ist dir auch wichtig, immer wieder zu betonen, dass das zwar nett in dieser TV-Zeitschrift dargestellt worden ist, auch nett in dieser Pflegefachzeitschrift dargestellt, aber es ist ja nicht einfach nur nett, sondern es müssen sich ja, damit es weitere Nachahmer gibt, muss sich ja noch viel ändern. Was muss sich aus deiner Sicht ändern? Für ganz Deutschland, damit es noch mehr solche guten Einrichtungen gibt. Also ich glaube, wenn man es ganz konkret machen will, ist zum Beispiel dieses Thema der Hauswirtschaftsschlüssel, der in Deutschland einfach zu niedrig ist, wenn man sowas umsetzen will, das geht nicht. Und ich glaube auch, man muss drüber nachdenken, wir haben vorher das Thema Personalbemessung gehabt, also auch für den Pflegebereich, das ist ja auch sehr wichtig. Auch die Frage sich stellen, wie viel Personal braucht es eigentlich? Und da bin ich so ein bisschen, muss ich schon sagen, frustriert, denn wir wissen jetzt nicht erst seit Herrn Rotgang, dass wir viel zu wenig Personal in der Langzeitpflege haben, sondern es gab schon Anfang der 2000er Untersuchungen, Plaisir. Und wir sprechen da auch nicht über 5%, sondern wir sprechen da über 20%, 30%, 40% für die geforderten Leistungen, die von uns abgefragt werden. Und ich glaube einfach, hier muss ich die Politik jetzt ehrlich machen und muss einfach auch die Frage beantworten, wo soll dieses Personal herkommen, wie soll es finanziert werden? Wir haben ja in der Langzeitpflege das große Problem, dass alles, was dazukommt, im Moment von den Angehörigen oder von den Pflegebedürftigen selber getragen werden muss. Jede Lohnerhöhung bleibt bei den Angehörigen oder den Pflegebedürftigen hängen. Und das muss sich natürlich grundlegend ändern. Und das kannst du bestätigen, Bernadette, ne? Ja, das kann ich voll bestätigen. Vor allen Dingen, was wichtig ist, ist auch das, was hinkriegen, dass die in der Pflege sind, dass die auch so arbeiten können, wie sie es gelernt haben und nicht darunter bleiben, weil es einfach die Zeit nicht reicht dafür. Also ich muss sagen, ich war enttäuscht. Die letzten Jahre ist ja einige Male über Pflege geredet worden. Aber wenn man zugehört hat, dann ist eigentlich nie darüber geredet worden, welche Qualität wir denn da auch sehen wollen, oft genug. Es ging immer nur, wie viel darf denn auch eine Pflegekraft verdienen, wie viel sollte sie verdienen. Das ist alles richtig und wichtig, dass wir darüber sprechen. Aber wir müssen ja auch fragen, was bekommen wir da? Dafür. Ich meine, die Leute in der Industrie, ich glaube, für die wäre das selbstverständlich, dass sie wissen wollen, was sie denn bekommen für ihr Geld. Ne? Und das müssen wir sicherstellen, weil die Qualität, die ist nicht selbstverständlich. Und das muss ja im Vordergrund stehen, dass wir die Pflege, die wir wollen, bekommen für uns und für alle Menschen in Deutschland. Und das sagst du ja auch, dass wir auch die richtigen Menschen für die Pflege begeistern. Ne? Dass du vielleicht dazu auch nochmal... Ja klar, wir haben ja, ich sage mal, die Kerze brennt ja an zwei Enden. Also wir haben einerseits die Situation, dass wir die offenen Stellen schon nicht mehr besetzen können in vielen Bereichen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass die Politik halt über die letzten Jahre, es gab ja auch solche Äußerungen wie Langzeitarbeitslose in die Pflege zu integrieren. Und dabei wird immer verwechselt oder immer verkannt, dass Pflege eigentlich ein Beruf ist, der sehr hohe Anforderungen hat. Also ich brauche eine große Empathie und ich muss aber auch ein großes Wissen haben, wenn ich in diesem Bereich arbeite. Und das verstärkt sich natürlich durch solche Dinge wie Zeitdruck noch enorm, weil ich ja da im Prinzip noch mal mehr gucken muss, wie kriege ich meine Fachlichkeit da unter. Und ich glaube einfach, wir müssen uns da ganz ehrlich machen und sagen, wir können einfach auch nicht jeden in die Pflege integrieren, weil nicht jeder geeignet ist für diesen Beruf. Und das muss wirklich in den Köpfen ankommen. Also wir sind nicht die Reservekiste für Menschen, die wir sonst nicht einsetzen können, sondern wir sind eine Profession, die einfach auch ganz deutlich ein bestimmtes Klientel braucht. Und an diese Menschen ranzukommen, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Wir haben jetzt eine Untersuchung auf dem Tisch liegen von der Uni Duisburg, die sagt, dass das Einstiegsgehalt, und ich spreche jetzt vom Tarifvertrag, TVÖD im öffentlichen Dienst ungefähr 25% unter dem liegt, was für den Beruf angemessen wäre. Und nun braucht man sich natürlich nicht zu wundern, wenn man das so aufruft, dass da Menschen in den Beruf gehen, die eben nicht geeignet sind und dass die ich eigentlich bräuchte, vielleicht sich für einen anderen Beruf entscheiden. Mhm. Zumal in den anderen Berufen ja auch die Belastung, ich sage jetzt mal Drei-Schicht-System, Wochenendarbeit, ja. Nachtdienst geringer sind. Also das ist auch so etwas, was eigentlich mein Wunsch an die Politik wäre, sich endlich mal ehrlich zu machen. Ja? Also wirklich mal zu gucken, vielleicht einen Kassensturz zu machen, zu sehen, wie viele Pflegefachkräfte haben wir denn eigentlich. Mhm. Wir wissen, was wir 2020
2030 brauchen. Da fehlt uns eine 500.000 an Pflegekräften. Und wir haben da nicht noch lange Zeit, jetzt noch Experimente durchzuführen, sondern wir müssen jetzt ganz kräftig gegensteuern. Und diese Pflegefachkräfte sind ja nicht nur für uns als Patientin, sondern eben halt auch für die Ärzte ein ganz, ganz zentraler Partner, ne, Frau Professor Kudas-Gisli? Naja, die Pflege, von wem habe ich am meisten gelernt in meinen ersten Berufsjahren? Von der Pflege, von niemand anders, weil die war immer da, der Oberarzt nicht. Und ich habe einfach, die Basis hat bei mir fürs ärztliche Handeln die Pflege gelegt. Das muss ich mich auch mal hier so outen. Aber ich glaube, das ist ganz vielen so gegangen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass die Pflege eine gute Ausbildung hat. Und wenn man sich anguckt, wie die Medizin sich entwickelt hat in den letzten Jahren und wie sie sich weiterentwickeln wird, sie wird immer komplexer, immer komplizierter. Das heißt, auch dies muss in die Pflege übertragen werden. Aber das hat auch Chancen, dass sich daraus auch wieder neue Berufsbilder für die Pflege entwickeln. Wenn man jetzt zum Beispiel eben wieder die digitale Transformation schon wieder aufruft. Ja, wir müssen ganz schnell, glaube ich, Curricula entwickeln, die eben auch die Digitalkompetenz eben auch der Pflegeberufe mit einbezieht. Weil wir müssen hinterher ja im Team arbeiten, Ärzte und Pflege, und wir müssen gucken, wer macht was am besten und am schnellsten. Und auch solche Dinge wie, Sie wissen ja, ich bin ja auch vom ganzen Herzen her Forscherin. Es ist noch so viel, was möglich ist. Und wenn man sich anguckt, die personalisierte Medizin, wie wir das immer so nett nennen, da brauchen wir Unmengen von Daten. Sodass ich immer gesagt habe, wir brauchen sowas wie Genetic Field Worker. Also Menschen, und das müssen keine Ärzte sein, um Himmels Willen, aber Menschen, die gewohnt sind, mit kranken Menschen und ihren Familien umzugehen, die rausgehen in diese Familien und versuchen, die Daten zu sammeln, die eben so notwendig sind, wenn wir auch wirklich schnell zum Ziel kommen wollen mit der sogenannten personalisierten Medizin. Und ich finde, wir dürfen es auch nicht verkürzen nur auf die Bezahlung. Wir müssen neue Perspektiven eröffnen, zum Beispiel solche neuen Berufe, bessere Aufstiegsmöglichkeiten eben auch für die Pflege und nicht nur dann über Zulagen, die dann mal schnell aus dem Ärmel geschüttelt werden oder eben auch nicht. Also wir brauchen ein völlig neues Konzept für die Pflege. Und eins möchte ich auch noch sagen, es ist ein Problem, was wir hier haben kommen sehen. Das ist nicht jetzt vom Himmel gefallen, sondern ich kenne das seit auch mindestens 15, wenn nicht 20 Jahre, dass sich da was zusammenbraut. Und es ist auf unterschiedlichen Ebenen einfach nicht reagiert worden. Und das ist eben nicht nur die Politik und das ist nicht nur die Pflege selber oder die Gewerkschaften, sondern es sind auch die Institutionen, die nicht ernst genug genommen haben, wie wichtig die Pflege ist. Und da muss sich was ändern. Und zwar schnell, weil es ist eigentlich nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Und es muss sich ja ändern, nicht wegen irgendeinem System, sondern wegen der uns selber. Ne? Und jetzt gehen wir mal rein in diese Innenperspektive einer, ich sag mal, ehemaligen Patientin und eines als Angehörigen Betroffenen. Und bevor wir aber zu dir kommen, liebe Martina, schauen wir uns jetzt mal einen Film an über die Martina Haagspiel, damit es nochmal deutlicher wird, was du auf digitalem Weg, auf Instagram vor allen Dingen bewirkst. Also Film ab, wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Wir sind Influcancer. Wir sprechen über Krebs laut. Ein Geschenk ist, wenn man drüber reden kann. Sei fröhlich und mutig, das macht stark. Von Influcancer gibt es auch den Podcast Let's Talk About Krebs Baby. Du findest uns auf Social Media, in einer Kampagne und bei unseren Konferenzen und Events. Sie thematisieren das Thema Krebs, machen aber ein Mamma Mia Sing-Along mit Kostümen und Outfits. Was sie hier leisten, ist großartig. Die machen das mit so viel Herzblut. Talk about cancer. Laut, frech und wild. Wir freuen uns auf dich und wir hoffen, dass auch du in den nächsten Tagen ein Teil unserer Gang wirst. Und
und so bunt, so laut, so frech, wenn ich das sagen darf, bist du jetzt hier. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich zum ersten Mal auch in meinem kleinen Leben live sehen darf, weil ich kenne dich halt auch nur über LinkedIn, über Instagram, über deine Kanäle. Ne? Mhm. Wir haben uns schon mal gesehen, aber auch nur virtuell im Rahmen des Pfizer-Patientendialogs. Und ich darf das hier auch sagen, was für einen Eindruck du hinterlässt. Denn einer unserer Kameramänner, der Boris Becker, der heißt wirklich so, der hat auch gesagt, an die Frau kann ich mich erinnern, weil eben die Kommunikation anders ist, weil sie frisch ist, weil sie frech ist, weil sie aufrüttelt. Ja? Jetzt Dankeschön. Bist du aber ja auch nicht in so eine Rolle einfach so reingeboren worden, sondern es hat sich ja entwickelt. Kannst du es ganz kurz nochmal erzählen, wie das dazu gekommen ist? Ja, ich bin 2010 an Krebs erkrankt und diese Erfahrung hat dazu geführt, dass ich dann in weiterer Folge versuchen wollte, meinen Angehörigen, meinem Umfeld zu erklären, was mit mir los ist, was mit mir passiert. Und ich merkte, mir fehlen einfach die Worte, weil es ist in der Situation ganz schwierig, da auf einer Metaebene zu klettern und sagen, es ist ein typischer Moment, in dem ich mich befinde, oder das sind typische Emotionen, die jetzt da sind, man ist beschäftigt und mit diesem Chaos, das man sowieso versuchen muss, ins Leben zu integrieren. Das heißt, man ist da einfach in einer gewissen Ohnmacht konfrontiert. Damals gab es aber auch, muss ich dazu sagen, im Netz sehr wenig, das ich dazu gefunden habe, das einfach auch mir entsprochen hätte. Ich reflektiere nicht so stark auf diese blass-rosa Töne oder einfach auch, es wird über das Thema Krebs gerne in Schwarz-Weiß gesprochen, das entspricht mir nicht so. Und so kam es, dass dann in weiterer Folge ich die Patientenorganisation gegründet habe. Ich wurde dann immer mehr zum Patient Advocate, also eine qualifizierte Patientenstimme. Habe immer mehr in dem Bereich auch gearbeitet und getan, was zwangsläufig in ein Ressourcenthema führt. Also es war dann einfach einerseits mein Hauptjob. Ich habe damals das Marketing vom Österreichischen Gewerbeverein gemacht und zeitgleich aber auch die Arbeit als Patient Advocate. Das fehlt das Geld am Ende des Tages. Man kommt in diese Situation und 2019 habe ich entschieden, so das geht so nicht weiter und habe dann eine Werbeagentur gegründet. Das ist die Kurvenkratzer GmbH. Wir beschäftigen uns mit digitaler Gesundheitskommunikation, mit klarer Sicht auf Patientenansprache, betreiben inzwischen ein Online-Magazin, das den Lebensumstand Krebs erklärt und entwickeln mit der TU Graz ein Spiel, mit dem man sich durch die Chemo spielen kann. Ja. Wir haben viele Hüte auf. Und man hat ja schon an diesen bunten Bildern so ein bisschen auch gesehen, also mit deiner Gang, also mit anderen Worten, du bist total lebensfroh. Du wohnst auch nicht mehr in Österreich, du wohnst mit deiner Liebe an der Nordsee und bist da wirklich ein Kurvenkratzer mit deinem Kitesurfen, also sehr, sehr sportlich. Respekt auch dafür. Und aus meinem Empfinden her ergänzt du sehr, was wir ja auch an, sag ich mal, traditioneller Selbsthilfe haben. Du hast selber auch gesagt, das hatte ich nicht so angesprochen, dieses Pinkfarben oder dieses Blasse. Ich glaube, es ist einfach dieses Nebeneinander von vielem. Ne? Also wir haben ja eine Eva Schumacher-Wulff, die mit ihrer Mama Mia schon Zeichen gesetzt hat. Wir haben eine Renate Heidinger, die mit Brustkrebs Deutschland, ne, ganz nah an der Forschung ist, die in diese amerikanischen Kongresse reinfährt, die Ärzte interviewt und damit auch Wissenschaft übersetzt. Wir haben vorhin schon angesprochen, es gibt die YesCon auch wieder in ganz neue Bewegung. Ne? Aber die Kurvenkratzer sind schon sehr besonders und ein sehr, finde ich, wichtiges, nicht nur Puzzlestein, sondern Bindeglied hier auch im deutschsprachigen Raum. Denn ihr seid ja ne, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz seid ihr hier aktiv. Was ist deine Mission? Was treibt dich an dabei? Ja, also im Wesentlichen ist es schon so, dass wir versuchen, dieser Sprachlosigkeit, die rund um das Thema Krebs vorherrscht, liebevoll in den Allerwertesten zu treten. Mhm. Das machen wir in erster Linie natürlich über das Magazin. Dort versuchen wir, Mündigkeit von Patientinnen auch sehr stark zu unterstützen. Das ist unser großes Anliegen. Machen wir sehr gerne über Checklisten, damit man auch wirklich mit einer Checkliste in das Ärztinnen-Patientinnen-Gespräch reingehen kann und vorbereitet reingehen kann. Wir unterstützen auch oder versuchen sehr stark zu unterstützen eine partizipative Entscheidungsfindung, also dieses Shared Decision Making, damit man einfach auch irgendwo lernt, dass man als Patientin, Patient eine gewisse Rolle hat, die man da erfüllen soll. Also man muss in ein sehr kurzes Gespräch, dass man hat ja nur eine gewisse Anzahl an Minuten dort drinnen Zeit, man muss da vorbereitet reingehen. Und wir versuchen halt diese Vorbereitung ein bisschen zu unterstützen mit dem, was wir so wissen, mit dem, was wir so an Erfahrung haben und versuchen das aber möglichst angstfrei
und möglichst tabulos zu machen, um einfach auch zu zeigen, die Lebenssituation als solche ist eh blöd genug. Ja. Also man muss sich dann nicht nur irgendwelche Regeln aufersetzen, die am Ende des Tages überhaupt keinen Sinn machen. Also, ja. Und ihr setzt ja auch die Emotionen, die du ja am Anfang so auch so treffend beschrieben hast, auch schön in Bilder um. Ne? Nun ist es so, über Emotionen zu reden, fällt jetzt manchen leichter, manchen schwerer, aber ist halt so wichtig, wie wir vorhin von Ihnen gelernt haben. Aber du arbeitest ja auch mit, weiß ich nicht, wild gewordenen Katzenfotos, ja, um diesen Schock nochmal, wenn die Haare abrasiert worden sind, ja, oder vor der Chemo oder bei der Chemo. Alles auch nochmal so auszudrücken, damit die, die gerade nicht betroffen sind, das mitfühlen können. Ja. Aber neben den ja, einprägsamen Fotos habt ihr ja noch ein anderes Standbein. Also vor allen Dingen in Österreich kümmert ihr euch um Stimmbildung. Das ist aber nicht Stimmbildung im Sinne von, ich will ein toller Sänger werden, sondern es ist eine politische Stimmbildung. Ja, danke für das Stichwort. Ich hätte es fast übersehen. Wir richten einen Kongress aus für die qualifizierte Patientinnenstimme. Und dort ist es tatsächlich so, dass das kein medizinischer Kongress ist, der findet einmal im Jahr statt, sondern wir tun dort tatsächlich den Patient Advocates, also Krebsbloggerinnen, Krebsblogger, qualifizierten Patientenstimmen, die einfach in irgendeiner Art und Weise in der Öffentlichkeit kundtun, was sie erleben oder für Patientinnen und Patienten versuchen, die Situation zu verbessern. Wir bringen ihnen Marketing bei. Also wir bringen ihnen bei, wie kommunizieren in digitalen Kanälen bestenfalls, was muss ich zum Thema Patient Advocacy wissen, was muss ich zum Thema Shared Decision wissen, was sind so die typischen gesundheitspolitischen Themen, mit denen ich mich normalerweise beschäftige, wenn ich in dieser Rolle mich bewege, weil wir müssen schon wissen, im Gesundheitssystem ist schon so, dass es zwar alle von Patient Centricity sprechen, aber der Patient, die Patientin im Mittelpunkt ist meistens dort im Weg. Das heißt, man muss schon sich ein bisschen bemühen und ein bisschen lauter werden, damit man dann auch die Plätze bekommt, die uns zustehen, im Sinne von, dass wenigstens unsere Stimme dann auch gehört wird an dieser Stelle. Und da gibt es viele Plätze, die noch nicht besetzt sind. Ja, die noch besetzt werden müssen und die ihr jetzt auch, ich sag mal, unterstützt. Und dein Tätigkeitsfeld ist ja nicht auf Brustkrebs beschränkt, ist noch nicht mal auf Krebs beschränkt. Ne? Also ihr wolltet die Stimme bilden für viele, die betroffen sind. Ja? Ja. Und deswegen darf ich erstmal danke, dass du da bist, aber auch direkt überleiten an Bernd Rosenbichler, der aus der Automobilbranche kommt. Das habe ich vorhin schon so leicht angeläutet. Sie waren super erfolgreich, ich sage mal, bei den ganz großen Firmen. Sie haben tolle Managementposten gehabt in China, in Dubai. Sie waren eigentlich der erfolgsverwöhnte Mensch, ja, sind es immer noch. Und ich hoffe, dass es lange für Sie so bleibt. Aber jetzt in einer ganz anderen Beziehung, denn Sie wollen jetzt auch eine Stimme geben, den Seltenen. Deswegen ist es auch gar kein Zufall, dass Sie jetzt auch so schön mit Frau Professor Grüters-Kiestli hier zusammensitzen, die ja auch schon seit Anbeginn, ne, den Seltenen in verschiedenen Funktionen eine Stimme geben möchte. Aber sagen Sie noch mal ganz kurz, warum Sie, ich sag mal, Ihren tollen Posten bei BMW an den Nagel gehängt haben und was Sie jetzt machen, was Ihre Mission ist. Mhm. Ja. Also der Fisch ist jetzt mittlerweile sehr weit aus dem Wasser. Ja. Das ist so, also ich bin jetzt in einem völlig neuen und mir fremden Metier unterwegs. Und letztlich hat mich ein Stück weit die Ohnmacht bewogen, das zu tun. Ohnmacht dahingehend, dass ich ein Kind habe, das eine seltene Erkrankung hat, das, ich sage jetzt mal, subjektiv gesund ist in seinem Wesen, in seinem Habitus, das faktisch unheilbar ist und wir nichts dagegen tun können. Mhm. Und irgendwo nach 25 Jahren in einer wunderbaren Industrie, in tollen Jobs, hat sich für mich irgendwo die Frage gestellt, kümmere mich jetzt weiter um mich selbst und mache das weiter in der Form, wie ich es getan habe? Oder ist es nicht mal vielleicht Zeit, mich um jemand anders und nicht nur um eine Person, sondern um ein Thema zu kümmern? Ja. Und was sicher ein Aspekt auch an dem Thema war, und das geht ganz ähnlich in die Richtung, die wir gerade gehört haben, das war schlichtweg mein Sohn, der Ben, in seiner Art und Weise, wie er dieses Schicksal meistert. Und wenn man dann so einen lebensfrohen jungen Mann vor sich hat, der Dinge sagt wie, ich möchte nie alt werden, weil mein Leben ist das Tollste, dann stellt man sich schon Fragen, was macht man eigentlich selbst und welchen Beitrag leistet man eigentlich selbst und wie kann man sich überhaupt erlauben, Dinge zu beweinen oder zu bejammern. Ja? Und vor allem, wie kann man sich erlauben, nichts zu tun. Und das war dann irgendwo der Punkt,
der mir tatsächlich ja, den Mut und die Kraft gegeben hat zu sagen, und jetzt war es das erstmal und jetzt gibt es eine andere Aufgabe. Und was ich mir jetzt zur Aufgabe gestellt habe und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Trick, um in dieser neuen Welt überleben zu können, ist, ich versuche so ein bisschen mein jetziges Tun einfach in meine alte Sprache zu übersetzen und mir die Frage zu stellen, ich habe jetzt letztlich ein Thema und das darf man nicht schönreden, das ist für die meisten Menschen irrelevant, uninteressant und betrifft nur sehr wenige. Und jetzt ist für mich die Aufgabe, wie schaffe ich es, dieses Thema relevant zu machen und wie kann ich jetzt weiter vorgehen, um wirklich mehr Menschen für das Thema, ich sage es bewusst, zu begeistern. Weil was ich nicht möchte, ist Mitleid, was ich nicht möchte, ist jammern, sondern eigentlich will ich Mut machen. Ich will das, was ich erleben darf, ganz vielen Menschen transportieren und über dieses Mut machen versuchen, ja, vielleicht so etwas wie eine Bewegung tatsächlich zu starten, um in dem Thema und vielleicht auch angelagerten Themen einfach einen Schritt weiterzukommen und einen Beitrag zu leisten. Und das ist letztlich die, sage ich mal, erste Zielsetzung, die ich mir gegeben habe, um dann im weiteren Sinne tatsächlich auch Strukturen zu schaffen, die sie vielleicht auch mit einer anderen Perspektive solcher Themen annehmen. Und ich darf vielleicht noch ein bisschen erklären, wie Sie, ich sag mal, so frisch und angstfrei in das Gesundheitswesen aufgebrochen sind. Also Sie haben im Prinzip nicht nur mich, sondern viele, viele Kolleginnen und Kollegen auch aus der pharmazeutischen Industrie reihenweise erstmal angeschrieben. Sie haben sich vorgestellt und haben uns erstmal gefragt, habt ihr irgendwie Forschungsergebnisse, die ihr teilen könnt? Ja, Sie haben Frau Professor Grüters-Kieslich angeschrieben. Sie waren bei der Achse unterwegs und als internationaler Manager, sage ich mal, machen Sie natürlich weder in München noch an Deutschland teil. Sie haben sich nach UK, nach Amerika gewandt. Erzählen Sie da auch noch mal schnell, weil das haben Sie ja alles dieses Jahr erst gemacht. Das ist ja ganz frisch. Das Spannende war, das war tatsächlich der erste Kontakt, den ich in Ihre Richtung gesucht habe. Nach so ein paar Wochen, was macht man als Konzernmensch, der irgendwo im Strategiebereich war? Mein Produkt war PowerPoint. Ja? Also das war sozusagen die Wertschöpfung, die ich geleistet habe. Also habe ich erst mal 2 Wochen Präsentation geschrieben, um mich so ein bisschen in das Thema reinzufinden. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, du kannst nicht nur irgendwo deine eigenen Gedanken dokumentieren, es muss mal ins Machen kommen. Und da war das dann tatsächlich einer der ersten Kontakte, die ich gesucht habe. Und die Resonanz war großartig und die blieb es dann auch über eigentlich die letzten Monate. Ist aus jedem Kontakt ein weiterer Kontakt entstanden. Ein paar Kontakte sind aus meinen eigenen Gedanken entstanden und so ging das tatsächlich so weit, dass ja mittlerweile in den USA in einem Magazin berichtet wurde, in Australien gab es ein Interview mit UK, mit Frankreich, mit Schweden, mit ganz vielen anderen Organisationen bin ich da mittlerweile im Austausch. Es gibt jemanden aus den USA, der berät mich tatsächlich, der so etwas Ähnliches gemacht hat. Die Rückmeldungen an der Medizin sind großartig. Das heißt, man spürt, und das war wirklich für mich eine der erstaunlichsten Erkenntnisse über die letzten Monate, man spürt dieses positive Feedback, diesen Willen zu helfen. Und das ist etwas, was mich brutal unruhig macht. Ich weiß, es ist was möglich. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, hier wirklich was zu bewegen, weil es ganz viele Menschen gibt, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichsten Background, die sich spontan bereit erklären, zu helfen, mitzumachen, mitzudenken. Ich verbringe mittlerweile wirklich Stunden am Tag mit teilweise mir fremden Menschen gemeinsam zu denken, zu überlegen, was könnte es für Ansätze geben, was könnte es für Wege geben, damit wir diesem Thema ein bisschen Gehör verschaffen, damit wir vielleicht die nächsten Schritte ähnlich konsequent setzen und eben diese Bewegung weiter aufbauen. Und das, was Ihnen ja beiden gemeinsam ist, Sie bleiben eben nicht an Ihren Landesgrenzen, sondern ihr geht raus. Ja? Und man bleibt aber auch nicht in dieser alten Rolle als Patient, indem man sich dann hoffentlich auf seinen Lieblingsarzt verlässt und dann seine vertrauten Pflegefachkräfte ambulant oder stationär, sondern ihr geht, sage ich mal, in die Zivilgesellschaft zurück. Und deswegen kommt auf einmal was ganz Neues zurück, nämlich, ja, ich will helfen, ja, und ich verstehe euch auf einmal anders, weil ihr eben nicht in diesem Normal der Arzt, der Patient, die Pflegefachkraft denkt. Und wenn wir als Normalbürger Fernsehen gucken, und ich weiß, es gibt Ältere über 50, auch ich, die ab und zu noch Fernsehen gucken, und dann guckt man sich mal so spaßeshalber solche Arztsendungen an. Wie funktioniert eine Arztsendung? Da gibt es den Arzt, den Bergdoktor,
nur mal am einen zu nennen, und der ist der Star. Ja? Pflegefachkräfte, Markus, kommen da meistens gar nicht vor. Höchstens die Tochter, die macht dann eine Ausbildung, aber eigentlich ist die Pflege da überhaupt nicht gefragt. Und die Patienten, die sind, ich sag mal, die sind einfach nur die Füller jeder Serie, aber die sind überhaupt nicht wichtig. Aber in unserem echten Leben, jetzt komme ich nochmal darauf zurück, da gibt es keinen Bergdoktor, den wir auch vielleicht manchmal gar keine haben, also manchmal vielleicht schon, aber ne, im echten Leben brauche ich doch, ich als Hauptperson, nicht ein Fernsehstar, brauche ich doch Hilfe. Mhm. Und die brauche ich im Gesundheitswesen, aber die möchte ich ja auch draußen haben im normalen Leben. Und das normale Leben findet halt heute, habe mich auch belehren lassen, auch auf Instagram oder auf LinkedIn oder so statt, findet aber auch statt, keine Ahnung, im Einzelhandel, beim Aldi, beim Bäcker, überall da, wo ich mich bewege, wo ich wieder, sag ich mal, Teil der Gemeinschaft bin. Ne? Und ich möchte mal ganz kurz dann doch auch mal bei dem Thema auch Marketing bleiben, weil Marketing hat ja manche so ein Geschmäckle, aber Marketing ist was ganz Tolles. Marketing ist die sexy Verpackung für ein Thema, das die Leute nicht sofort kaufen möchten. So, und es geht jetzt nicht darum, diesen Becher zu kaufen, aber ich möchte, dass Sie ihn einmal hochhalten, denn das ist was Besonderes, nämlich von Ihrem Sohn sozusagen mitgestaltet. Das ist von meinem Sohn mitgestaltet und kommt so ein bisschen aus meiner Ursprungsdenke, ich möchte mir nicht einfach nur hinstellen und um etwas bitten. Ich möchte da irgendetwas geben. Und der Ben, er malt gerne. Und das ist an sich für ein neunjähriges Kind nichts Besonderes. Da er fast blind ist, ist es etwas besonderer. Und die Motive, natürlich sagt man, das Vater sind toll, aber das Feedback zu den Motiven war ganz gut. Und da haben wir gedacht, eigentlich könnte ich doch diese Bilder sozusagen mit verwenden, um ein Stück weit eine Botschaft auch zu versenden, um dieses Positive vom Ben zu transportieren. Darum habe ich das erstmal Bens Art genannt. Einmal die Kunst, also das englische Kunst, aber auch Art im Sinne von Charakter. Sein Charakter, sein positives Wesen, um das ein Stück weit zu transportieren. Und habe jetzt diese Bilder, die sind teilweise mittlerweile ausgestellt in Firmen, übersetzt in Produkte. In Produkte, die einen bestimmten Nutzen haben, die zukünftig auch erworben werden können. Und nutzt es zum einen, um bewusst das von der großen Initiative ein bisschen zu trennen, zu sagen, das eine ist, da wollen wir was bewegen, da geht es um die großen Themen, da geht es um Spenden. Hier geht es um Ben, um seine Produkte, um seinen Ausdruck. Und ganz wichtig auch, und das ist mir erst so im Zuge des Prozesses aufgefallen, darum, ihm etwas zu geben. Weil nicht nur Menschen mit Behinderung haben irgendwo ein Stück weit eine Herausforderung, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und mittlerweile versteht er, das, was er tut, das gefällt anderen, obwohl er eingeschränkt ist. Und das stärkt brutal auch sein Selbstbewusstsein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Und diesen Effekt auch mitzutransportieren, nicht nur für ihn, sondern beispielhaft für viele andere, zu sagen, hey, es geht nicht darum, was euch die Natur an Ausstattung mitgegeben hat. Es geht darum, was ihr daraus macht. Es gibt viele Dinge, die ihr der Welt zeigen könnt. Das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft, die von dem Projekt ausgehen soll, die hoffentlich ein Stück weit breiter trägt als nur in kleinen Produkten, die wir heute produzieren. Und wer mehr davon sehen will, geht tatsächlich auf bens-art. Ne? Bindestrich-art, genau. Bindestrich-art und kann sich dann also von der Lebensfreude da überzeugen. Wenn wir jetzt bei dieser Lebensfreude sind, die jetzt wir im Prinzip nochmal von diesen drei Beispielen jetzt auch gehört haben, aber auch von der politischen Notwendigkeit, Wolfgang, da die Rahmenbedingungen dazu zu schaffen, dass es noch mehr gibt von Leuten von uns, also aus unserer Mitte, die dieses Thema Gesundheit, wenn es nämlich manchmal auch schwer ist, man gar nicht genau weiß, wie man es am besten ausdrücken kann, denn das Alström-Syndrom ist ein sehr ernsthaftes Syndrom. Also dass auch der Junge malt, das ist jetzt nicht einfach so given, das muss man auch mal so sagen. Aber dafür brauchen wir Strukturen, brauchen wir Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen. Ja, das war ja eine der Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Wir bekamen sehr viel Zuspruch. Viele Menschen haben berichtet über ihre Erfahrungen. Die haben wir auch alle aufgeschrieben. Und aus einer Seite wurden 10 und aus 10 wurden 100 und aus 100 wurden 500. Und irgendwann haben wir gesagt,
wir schreiben es mal auf und versuchen das zu strukturieren. Also die Struktur gibt uns gewissermaßen ein Stück weit die Orientierung, dass wir nicht etwas verlieren. Dann haben wir gesagt, okay, welche ein White Paper für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem, Implikationen aus Sicht von Patientinnen, Patienten, Ärztinnen, Ärzte, Pflegefachpersonen und Wissenschaft, das ist dann herausgegeben worden von uns und wir sind dann zu Politikern gegangen. Wir haben sie also mit diesen Dingen konfrontiert und da haben wir eigentlich was Wunderbares erlebt zum Teil. Die haben das gelesen oder haben sie lesen lassen, aber es gab ein hohes Maß an Übereinstimmung und es gab sogar auch von dem Patientenvertreter der Bundesregierung, der gesagt hat, also wollen wir das nicht mal auch ein bisschen größer machen. Also er findet diese strukturierendes Vorgehen gut. Wir haben weitergearbeitet und haben dann gesagt, ja Mensch, jetzt ist auch noch die Bundestagswahl und was machen wir eigentlich damit? Und haben dann gesagt, das, was hier ist, wird fortgeschrieben in einem noch kürzeren Papier. Viele Leute lesen sowieso nicht mehr so viel, aber wir machen es kürzer und damit einfacher. Alle Allianz für die Gesundheit, Lösungsansätze aus der Praxis, die könnte man in jeder Koalitionsvereinbarung 1:1 übernehmen. Wir haben beispielsweise gesagt, worauf es, sagen wir mal, als nachhaltige Entwicklungsziele ankommt. Das ist ein Aufruf, die Erkenntnisse aus der Corona-Krise zu nutzen, um gesündere Lebenswelten zu schaffen. Also so ein bisschen das, was Sie quasi in dem Umkehrschluss machen und sagen, das ist nicht das Pflegeheim zur letzten Stunde oder zum letzten Tag, sondern das ist das Pflegeheim, um eine neue Lebenswelt, ein neues Lebensumfeld zu schaffen. Und das übrigens ist für uns ein großes Problem in Deutschland, nicht nur in den Städten, sondern natürlich auch auf dem Land, wo das Mehrgenerationenleben noch mal ein bisschen vorhanden ist, aber in den Städten nicht mehr. Wir haben dann gesagt, wir wollen die Rahmenbedingungen für die Versorgung verbessern. All was wir heute gesagt haben, Digitalisierung, Bezahlung, Ausbildung, viel breitere Ausbildung, Ausbildungsinitiativen, Qualifizierungsinitiativen. Und ich weiß, wie teuer das ist, als Hochschulratsvorsitzender nun einer Universitäts, einer Kunstuniversität, dass natürlich medizinische Ausbildungen mehr kosten, aber sie bringen uns gesellschaftspolitisch auch mehr. Und wir können auch nicht die Leute aus Weißrussland zu uns holen und die anderen, unsere, gehen dann in die Schweiz, nach Skandinavien oder nach England. Wir wollen den digitalen Wandel fördern, aber wir wollen ihn nicht nur fördern mit Technik, sondern wir sagen, wir müssen auch dafür die Voraussetzungen schaffen, dass die Leute sich qualifizieren können, dass die Menschen, was ich vorhin schon gesagt habe, dafür sind. Wir wollen unterschiedliche Stakeholder holen. Und das gibt mir noch mal einen weiteren Hinweis. Mit der Demografie, mit dem, wo wir sagen, Pflege und die Menschen werden immer älter, müssen wir auch unsere Stadtplanung verändern. Wir brauchen für die neuen Lebensformen auch Lebensräume. Also wir müssen gewissermaßen unser Baugesetzbuch verändern und diese Form der Trennung, die wir haben, funktioniert überhaupt nicht, hat Corona ja natürlich auch gezeigt. Das heißt, es ist wichtig, dass wir bei den Lösungen und Reformen im Gesundheitswesen das Ganze vom Menschen ausdenken. Wir müssen dann wirklich wieder runtergehen. Wir haben es systemisch gemacht, wir haben es mit Excel-Tabellen gemacht, wir wollten die Performance verbessern, all diese Begriffe. Das haben wir toll hinbekommen, können wir sagen, super gemacht, aber wir sind übers Ziel hinausgeschossen. Und jetzt so ein bisschen sich zurückzubesinnen und auch ein bisschen den gesunden Menschenverstand zu nutzen, das haben wir jetzt hier aufgeschrieben, kurz und prägnant. An jeder von uns, der teilgenommen hat, Sie sind jetzt dabei, mitgehangen ist mitgefangen. Geht nach dem Motto, lieber mittendrin als dicht daneben, sagt der Berliner. Also wir wollen den Politikern anbieten und sagen, hört auf uns, ihr Völker der Welt, aber jetzt hier nur mal die Politiker, nicht mit Reuter zu sprechen. Und da sind wir bereit. Und das ermuntert uns. Und die Beispiele, die wir heute gehört haben, geben uns natürlich unglaublich viel Auftrieb. Das ist eine super Vitaminkur, mehr zu machen. Und mehr zu machen, und sag ich mal, im Gesundheitswesen, aber darüber hinaus, du hast es gerade angesprochen, ja, es geht um die Stadtentwicklung. Und eingangs habe ich ja auch gesagt, dieses EUREF Campus hat ja ganz viel zu tun mit moderner Stadtentwicklung. Ist ja tatsächlich als ein Zukunftsort von den Vereinten Nationen ausgezeichnet worden. Und von Ihnen weiß ich aus dem Vorgespräch, da haben Sie mich wieder überrascht, wie so oft, Herr Mazder, Adli, dass Sie ja daran wieder forschen, zusammen auch mit dem tollen Eckart von Hirschhausen. Wollen Sie ein bisschen was schon davon verraten, was halt geht? Also ein bisschen was kann ich schon verraten. Ja. Es liegt ja auch nahe anzunehmen, ja, dass das Leben in der Stadt einen Einfluss auf unsere Psyche hat und einen Einfluss auf unsere Emotionen hat. Und jeder und jede von uns, die in einer Stadt lebt, kann das, glaube ich, irgendwie nachvollziehen. Und ich habe als Psychiater irgendwann einmal verstanden, dass Menschen, die in der Stadt leben,
ein höheres Risiko haben für bestimmte Stressfolgeerkrankungen psychischer Art, obwohl die Gesundheitsversorgung in der Stadt viel dichter gewebt ist und es viel leichter ist, einen freien Psychotherapieplatz zu bekommen, zum Beispiel. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Erklärungen und nach Ursachen. Und dann kommt man irgendwann darauf, dass das Ganze etwas mit Stress zu tun hat, mit vor allen Dingen mit sozialem Stress zu tun hat. Klar macht die Stadt Stress, viele von uns stimuliert es, manche zermürbt dieser Stress aber. Vor allen Dingen dann, wenn man keinen Gestaltungsspielraum im Leben hat zum Beispiel oder wenn der Zugang zu den vielen Vorteilen, die uns die Stadt ja bietet, zu Kultur, zu Bildung, zur Entfaltung, wenn das nicht gerecht verteilt ist, dann gibt es immer auch Menschen, die unter der Betriebsamkeit der Stadt leiden und irgendwie auch unter die sozialen Räder kommen. Und dieses Problem versuchen wir zu verstehen und besser aufzulösen, um dann auch einen Hinweis dafür zu haben, wie wir eigentlich Städte lebenswert gestalten können. Denn unsere Zukunft überall auf der Welt ist eine urbane. Es zieht die Menschen fortwährend in die Stadt. Also brauchen wir gute Ideen. Und wenn es stimmt, dass das Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken, mindestens doppelt so groß ist, wenn ich in der Stadt lebe, und wenn es außerdem stimmt, dass im Jahr 2050 zwei Drittel der Menschen in Städten wohnen werden, heute sind es etwa 55% weltweit, dann ist es jetzt absolut höchste Zeit, so etwas wie eine Public Mental Health Strategie für unsere wachsenden Städte zu haben. Und deswegen machen wir jetzt ein Projekt, unter anderem auch mit Eckhard von Hirschhausen zusammen, aber auch mit vielen, vielen anderen Beteiligten, mit vielen anderen Fächern außerhalb der Medizin und der Gesundheit, mit Architektur, mit Stadtplanung, mit Geografie, mit Philosophie und mit Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften und versuchen, Emotionsstadtkarten zu generieren, sowas wie emotionale Heatmaps unserer Städte und hier in Berlin fangen wir an zu generieren. Und daraus machen wir ein bürgerwissenschaftliches Projekt, Citizen Science. Das heißt, wir bitten die Bürgerinnen in der Stadt, mit uns ihr Wissen zu teilen und ihre Erfahrungen zu teilen, die sie in der Stadt machen, um daraus eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu ziehen und diese eben an die Menschen zurückzugeben, um in Richtung einer solchen Public Mental Health Strategie für unsere Städte zu kommen. Und das ist doch so verlockend und so toll für die Städte. Aber kann man das nicht sogar auch ein bisschen zuspitzen auf, ich sag mal, Teile der Städte? Ich frage jetzt einfach so, geht sowas auch für Krankenhäuser? Geht sowas auch für Pflegeeinrichtungen? Damit fängt es an. Also wir gucken uns natürlich nicht nur Städte im Großen und Ganzen an, sondern sozusagen auch ganz kleinräumliche Erfahrungen, die Menschen machen. Also wenn ich mein Fenster aufmache, blicke ich da eigentlich auf etwas Grünes oder blicke ich da eher auf eine asphaltierte Straße oder auf etwas anderes? Wir haben zum Beispiel gerade eine Studie abgeschlossen mit dem Umweltbundesamt, bei dem wir gesehen haben, dass der Anteil von Grün um die eigene Wohnadresse herum dafür sorgt, dass das Gehirn besser mit Stress umgehen kann und besser Stress abpuffern kann. Und das sind Erfahrungen, die macht man sozusagen in seinem Lebensraum. Und es gibt auch Studien, die haben gezeigt, dass Patienten und Patientinnen, die im Krankenhaus liegen und vor dem Krankenhausfenster ist irgendwas Grünes, dass die kürzere Liegezeiten haben zum Beispiel. Und das sind also wir alle Menschen machen natürlich kleinräumliche Erfahrungen in der Stadt. Damit fängt es an und dafür brauchen wir genau auch Lösungen. Und wir brauchen, sag ich mal, das Grüne. Ich liebe Grün und Blumen. Aber wir brauchen auch, was Sie ja gerade uns auch beigebracht haben, die Gestaltungsfreiheit. Ne? Sie haben ja gesagt, immer Stress, ne? Das ist auch Ihr Buch hier, entsteht, wenn ich nicht mehr weiß, dass ich gestalten kann und auch gestalten darf und das auch durchführe. Und das sieht man ja so schön beim Herrn Rosenbichler. Er gestaltet ja im Prinzip, wenn ich das einmal so sage, auch die Tragödie, die familiäre, gestaltet er in was Positives. Ja? Sowohl in Deutschland als
auch darüber hinaus. Ne? Markus, du gestaltest ja euer Lebeheim auch in Rännchen und ich nehme an, dass es sehr grün ist im Badischen Land, oder? Ja, also wir haben einen Garten. Ja, siehst du, einen Garten habt ihr ja. Immerhin. Aber ihr gestaltet es ja auch so und dass ihr alleine erlaubt, ne, mitzukochen oder auch nicht, ist ja auch wieder ein Möglichkeitsraum, der sich da eröffnet wird. Ne? Und ihr, die ihr ja auf Instagram und auf den anderen Kanälen, ne, diese Kommunikation ja so laut, so frech, so auch mit Humor rausbringt, bringt ja auch, ich sag mal, mehr Gestaltungsfreude, sag ich mal, in die Wohnzimmer, auf die Couch, wenn die Frau eben zum nächsten Arzt geht oder der Mann. Ne? Frau Professor Grüters-Kissig, ich komme nochmal auf Sie zurück. Wenn wir jetzt auch an diesem wichtigen Wort so ein bisschen hängen bleiben, diese Gestaltungsfreude, die uns glücklich macht, ja? Sie als erfahrene Ärztin, können Sie da nochmal so einen Wunschkatalog aufmachen und möglicherweise auch Ihrem Freund Master Adli mitgeben, der ja auch Arzt ist? Jetzt in Bezug auf die Stadt, wie die sich zu entwickeln hat, also da würde ich jetzt auch Eckart Hirschhausen wieder heranzitieren. Wir machen das jetzt für unsere Enkel. Wir entwickeln die gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen für unsere Enkel. Und da ist es mir natürlich total wichtig, dass in Städten wie dieser hier auch Lebensräume für Kinder geschaffen werden und Jugendliche. Jedes Mal, wenn ich hier an einem Spielplatz vorbeifahre, der so als Käfig umzäunt zwischen Häuserzeilen, denke ich, was macht das mit diesen Kindern? Wenn das der einzige Bewegungsraum ist, mal ganz abgesehen davon der Übergewichtsentwicklung, was macht das auch mit diesen kleinen Menschen, wenn sie zum Spielen in einen Käfig geschickt werden? Also unbedingt bitte Fokus auf die Generationen, die nach uns kommen, weil ja, es ist total wichtig, es ist überlebenswichtig. Ich meine, Prävention Adipositas hat da anzufangen, dass Kinder auch wieder raus können und sich bewegen können. Und wir brauchen einen, wie du ja auch gesagt hast, interdisziplinären Ansatz. Das können nicht Ärzte, aber es können auch Stadtplaner nicht alleine. Wir brauchen wirklich alle zusammen in einen Think Tank und sagen, für welche Gruppen brauchen wir was an lebenswerten Lebensraum. Wir brauchen Lebensraum, der lebenswert ist und nicht Käfige. Ja, die brauchen wir nicht. Ich sehe die Käfige auch hier in Berlin-Mitte und habe genau dieselbe Assoziation gedacht. Und ich hatte eine traumhafte Kindheit und wir waren wirklich 10 Meter vom Feld entfernt. Ja. Wir haben Doppelschlachten gemacht, also ich war da sehr verwöhnt, ne? Ja. Und auch noch heute gehört unser Waldspaziergang in der Familie gehört einfach dazu, sonntags, wenn ich in der Pfalz bin. Das ist einfach, das ist wie Essen und Trinken bei uns. Ja? Absolut, ne? Aber ich will auch mal sagen, also Städte können auch sehr, sehr gut für Kinder sein. Ne? Und nur wir müssen nur wissen, wie. Und man kann auch sagen, eine Stadt, die gut für Kinder ist, ist für alle gut. Gut, genau. Und Kinder können aber in der Stadt einen tollen Lebensraum finden. Man muss nicht nur, also man wird nicht nur glücklich auf den Feldern oder am Waldrand, man kann auch in der Stadt glücklich werden, aber dafür müssen wir uns eben genau Gedanken machen, wie muss so eine Stadt aussehen. Und dass Stadt glücklich macht, das kann ich bestätigen, denn jetzt zum Beispiel, der ich in Berlin wohne, liebe ich, sage ich mal, eben gerade dieses querliche Umfeld und diese Möglichkeiten, so viele verschiedene Leute kennenzulernen und auch hier zusammenführen zu dürfen, das ist schon an einer Großstadt schon auch etwas sehr Verlockendes. Ich darf nochmal, sage ich mal, von der Stadt jetzt wieder auf das Gesundheitswesen zurückzoomen, weil das ja auch so ein bisschen Fokus unserer, ich sage mal, heutigen Sendung ist. Wenn ich jetzt noch einmal auf Sie kommen darf und dann mache ich so dann langsam den Reigen so zurück und komme dann in wenigen Minuten auch zur Schlussfrage. Jetzt aus der Sicht einer sehr erfahrenen Ärztin, Frau Professor Grüters-Kieslich, die also wirklich das Herz am rechten Fleck hat und schon immer für die Kinder und ihre Eltern gekämpft hat, aber die halt auch die Management-Erfahrung hat. Was wünschen Sie sich für die Ärzte? Für die Ärzte? Also für die Ärzte wünsche ich mir an allererster Stelle was Ähnliches wie für die Pflege, nämlich mehr Zeit für die Patienten. Der Tag ist dermaßen verdichtet, mit zum Teil auch völlig sinnfreien Arbeiten, die zu machen sind. Da muss wirklich ein Blick von oben drauf genommen werden und es muss raus
aus der ärztlichen Tätigkeit, was nicht dort, nichts, aber auch gar nichts dort zu suchen hat. Und das muss delegiert werden an andere, die es wahrscheinlich sogar noch besser können. Und es muss mehr Zeit für das Gespräch und mit dem Patienten, für das Nachdenken über besondere Patienten, über das Nachlesen, das muss wieder zurück. Weil es ist nicht so, dass man einfach ein Kochrezept aus der Tasche zieht und beim Routinepatienten anhand einer Checkliste sagt A, B, C, D. Aber so wird es ja suggeriert, dass es so funktioniert. Aber wir wissen, es funktioniert nicht. Und das wünsche ich mir für die Ärzte, dass das auch schon Einzug findet in die Ausbildung der Ärzte, also ins Studium, aber dass auch die Ressourcen freigesetzt werden und umgeschichtet werden, damit das wieder möglich wird. Aber insgesamt muss ich sagen, wir müssen uns, glaube ich, von einem Tatbestand verabschieden, dass wir glauben, dass das Gesundheitssystem billiger wird oder günstiger. Geht nicht. Es wird teurer werden. Es wird teurer werden. Wenn wir patientenzentriert denken, Zeit kostet viel Geld. Und die neuen Therapien kosten auch viel Geld. Also wenn immer der Ansatz ist, es bleibt gedeckelt, wird es nicht funktionieren. Also das ist auch klar. Aber es sind Effizienzen noch da, es sind Umschichtungen möglich, aber letztendlich werden die Kosten steigen. Das muss man einfach wissen als Politiker. Und deshalb ist wahrscheinlich das Amt des Gesundheitsministers tatsächlich nicht das attraktivste in diesem Land. Ein herausforderndes, aber um in seinem Sprachgebrauch zu bleiben, weil es so enkeltauglich ist, wenn es gut geführt wird, ein total spannendes und für uns alle ja so wesentliches. Ne? Und Bernadette und Markus, ihr jetzt aus der Richtung, aus der Sicht der Pflege, also was wünscht ihr euch für die Pflege? Für die Pflegefachkräfte, aber auch für die pflegenden Angehörigen, für alle die, die sich mit Pflege beruflich oder eben tätig werdend auseinandersetzen. Ja, also was wünschen wir uns? Zeit, um genau das zu machen, was gute Pflege ausmacht, die Menschen wahrnimmt, wie sie sind, die Zeit hat, auch das Individuelle zu sehen und dem nachzugehen, das fachlich einwandfrei ist und was auch noch Raum hat, sich weiterzuentwickeln und immer noch besser zu werden und auch wieder Neues zu erfinden, mit allem, was da dranhängt, ne? Mit der Bildung, die dafür erforderlich ist, mit den ausreichenden Kolleginnen und Kollegen und natürlich mit den guten Bedingungen, die dazugehören. Uns wird wahrscheinlich tatsächlich nicht umsonst gehen. Und auch nicht mehr in Feuerlöschmentalität. Das wird nicht funktionieren, dass man immer nur irgendwie versucht, schnell da eine Lösung für zu finden, sondern man muss richtig mittelfristig und langfristig mit Überzeugung investieren. Ja, ich werde jetzt ganz unromantisch und komme leider doch nochmal zum Geld zurück, weil ich finde, das darf eine Pflegefachkraft auch sagen, dass sie 25% zu wenig bekommt. Also das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Ich glaube auch, wir müssen uns nicht die Gedanken darüber machen, wie wir weiterentwickeln können. Das ist eigentlich das Dramatische, wie wir weiterentwickeln können, wenn wir es nicht schaffen, endlich einen Grund reinzubekommen und zu sagen, wir haben jetzt zumindest mal geschafft, dass nicht noch welche aus dem Beruf abwandern, was ja im Moment aktuell passiert. Und da ist unsere einzige Stellschraube, die wir im Moment haben, so dramatisch das ist, das Geld, weil wir können nicht Stellen aufmachen, die dann nicht besetzt werden können. Genau. Und die Situation haben wir aktuell. Was ich mir aber ganz deutlich wünschen würde, ist das, was eben schon angeklungen ist, ein Projektplan mit ganz klar definierten Zielen und auch mit überprüfbaren Meilensteinen, wo ich einfach gucken kann, nach 2 Jahren, wie weit bin ich denn gekommen. Denn das, was ich die letzten Jahre im gesundheitspolitischen Bereich erlebt habe, war Feuerlöscher oder Gießkanne irgendwie was drüber. Aber es ist nie überprüft worden, habe ich denn das erreicht, was ich erreicht habe. Wir haben zum Beispiel die Zielvorgabe jetzt gehabt, mit der Einführung der generalistischen Ausbildung 10% mehr Auszubildende zu haben. Wir werden sie vermutlich reißen. Wir werden es nicht schaffen. Ja, aber was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? Ja, also insofern muss so ein Projektplan einfach jetzt, weil wir auch keine Zeit mehr haben, über die nächsten 10, 20 Jahre gehen. Natürlich gehört Ausbildung dazu. Natürlich gehört berufliche Weiterentwicklung dazu. Es gehört Selbstbestimmung dazu. Wir müssen uns nicht bestimmen lassen. Aber ich glaube, wenn wir diesen Projektplan nicht haben und den Schritt mit dem Geld nicht gehen, werden wir Schiffbruch erleiden. Dann werden wir die pflegerische Versorgung nicht sicherstellen können. Und ich möchte jetzt auch mit einem politischen Kollegen schließen, der ja gesagt hat, wir stehen da im pflegerischen Bereich tatsächlich vor einer humanitären Katastrophe und das muss uns bewusst sein. Und was ja diese 5 Beispiele heute auch so ausgezeichnet hat, ist ja der Unternehmergeist.
Und beim Unternehmergeist gibt es einfach einen Projektplan. Also Sie haben es vorhin so nett gesagt, Sie haben PowerPoints geschrieben. Ja, aber das ist ja gar nicht so schlecht. Da wird ja im Prinzip alles mal, obwohl PowerPoint oder Excel ist auch wurscht, ja, aber es wird alles mal, ich sag mal, zu Papier gebracht, ins Bild gesetzt, damit andere, sag ich mal, im Team daran arbeiten können. So, und dieses Unternehmertum, das Sie ausstrahlen und das Sie jetzt für die Erkrankung Ihres Sohnes und viele andere Erkrankte einsetzen, das ist einfach segensreich. Und dieses Unternehmertum brauchen wir mehr. Und das brauchen wir auch bei dir mehr, die du ja auch als Unternehmerin, ne, auch sagst, ja, ich gehe mit Haut und Haaren sozusagen in diesen Bereich rein, ich verdiene da sogar mein Geld und mache das nicht, sage ich mal, ehrenamtlich nebenbei, wie das Generationen vor dir gemacht haben, aber darunter gelitten haben, weil sie sich ausgebeutet fühlten. Nein, du hast hier auch ein neues Unternehmertum geschaffen. Und es ist de facto auch nicht möglich, langfristig diesen Job gut zu machen, wenn man das nicht finanziert hat. Ja. Es geht nicht, ja, weil dann wird es immer ein Hobby bleiben und die Prioritäten werden immer woanders sein. Es ja geht gar nicht anders. Und wir wollen kein Hobby, sondern wir wollen hier Unternehmer wie Markus Jogas-Ratzka, wie dich, wie Herrn Rosenbichler und wie heute auch die großartige Katrin Eberhardt, die das mit Herrn Frühser mal dargestellt hat. Und natürlich nicht zu vergessen Nicolas Groth, der als 22-jähriger Student schon so viel also auf den Weg gebracht hat, dass man ja da wirklich auch nur staunend stehen bleibt. Wir kommen jetzt zur Schlussrunde und weil wir ja tätig werden wollen, wir wollen andere mitreißen, wir wollen, dass am Ende dieser Übertragung, dass das Telefon bei Wolfgang Branona und mir und auch bei Mazda Adli und Frau Grüders-Kieslich nicht stillsteht und alle eure Adressen haben wollen, um mit euch weiterzuarbeiten, um, sag ich mal, diese unternehmerischen Ansätze auch in politische Pläne, in Projekte zu gießen. Komme ich jetzt zur Schlussrunde und beginne mit dir, lieber Wolfgang. Und die Frage, die ich jetzt an jeden stelle, die ist überall die gleiche. Und die Frage heißt, also wenn ich Bundesgesundheitsministerin, Minister wäre in der neuen Ampel oder wo auch immer, was würde ich dann als allererstes anpacken, lieber Wolfgang? Ich würde als allererstes versuchen, einen Gemeinschaftsgeist innerhalb des Kabinetts herzustellen, damit Sie verstehen, dass Gesundheit, das Gesundheitswesen tatsächlich uns alle angeht, dass es kein Sprint ist, dass es ein Marathon ist. Wir werden keine ganz großen Veränderungen haben eines resilienten Gesundheitssystems unter 15 Jahren, eine Generation. Deswegen müssen auch die Voraussetzungen jetzt geschaffen werden. Wenn wir sie jetzt nicht schaffen, kommen sie eben immer und immer später. Irgendwann wird jemand mal von außen reingucken und sagen, sage du mir, wie du dein Gesundheitssystem organisiert, das Gesundheitssystem organisierst und ich sage dir, in welchem schlechten oder guten Zustand die Gesellschaft ist. Und das will man auch als Politiker, auch schon gar nicht als Gesundheitspolitiker haben. Vielen Dank, Wolfgang Franona. Ja. Markus. Ja, ich habe es ja schon gesagt, einen Projektplan würde ich auf jeden Fall aufstellen, das wäre mir ganz wichtig. Und ich glaube, ich würde auch, also Jens Spahn hat es zu Beginn seiner Legislatur ja tatsächlich gemacht, er hat gesagt, er hat verstanden. Ja, leider hat er meines Erachtens nicht so ganz verstanden, was für Strukturen da hinten dran stecken, die auch vieles verhindern. Ja, da muss man nämlich auch rangehen. Ich glaube tatsächlich, ich würde die Pflegefachkräften wirklich sagen, dass ich sie ernst nehme und ich würde mit einem Gesetz im Mindestlohn anfangen und würde wirklich sagen, wir setzen den Mindestlohn für Pflegefachkräfte so hoch, dass eine entsprechende Entlohnung hinten rauskommt. Weil ich glaube, wir können uns jetzt nicht noch lange auf Tarifzirkus zurückziehen und warten, bis die Tarifpartner endlich mal zu einer Lösung kommen. Die Gesetze wurden ja zum Teil gemacht, aber die Tarifpartner kriegen es nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt einfach sehen, dass da was von der Politik kommt. Das würde ich machen. Und wie gesagt, diesen Projektplan aufstellen und den würde ich auch regelmäßig überprüfen und das wünsche ich mir. Du stehst für Gespräche bereit? Gerne. Vielen Dank, Markus Jogas-Ratzka. Martina? Ich würde ab dem Kindergarten, spätestens ab der Grundschule, das Fach Gesundheitskompetenz einführen und würde das bis zum Abitur versuchen durchzuziehen, einfach um die Mündigkeit der Menschen da draußen einerseits zu fördern und andererseits Themen wie Früherkennung, gesunder Lebenswandel, das Anerkennen von einer Stresssituation, diese Achtsamkeit dem eigenen Körper gegenüber a priori einfach mal standardmäßig zu lernen wie Mathematik oder Grammatik oder was auch immer. Und ich würde sofort anerkennen, dass es wichtig ist, Patientinnen und Patienten in gewissen Gremien ihre Mitsprache wahrnehmen
lassen zu dürfen. Boah, das ist jetzt ein deutscher Satz. Ich bin Österreicherin, ich darf wahrscheinlich. Und du bist als Marketing-Expertin sicher jetzt nicht, sag ich mal, nur auf das beschränkt, was du ja für große Unternehmen machst, sondern du wärst auch bereit, die Politik marketingmäßig mitzuberaten, nehme ich an. Ja, natürlich. Aber in meinem kleinen Rahmen, der da möglich ist, würde ich gerne mitgestalten, natürlich. Vielen Dank, Martina Hagspiel. Bernadette. Ja, ich würde es mir zur wichtigsten Aufgabe machen, also eine gute Pflege für die Menschen in Deutschland zu sichern. Ich glaube, die Maßnahmen, die sind alle schon genannt worden heute, die wichtigsten Punkte, die da sind, und das Ganze eingebettet in Neustart für das Gesundheitssystem mit allem, was dazugehört, mit einer neuen Haltung aller Player. Und das verbindet, glaube ich, all das, was auch alle hier rundum in der Diskussion sagen, auch mit Gesundheitskompetenz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das war eine Politik der langen Linien bekommen, die da wirklich hartnäckig das verfolgt, was wir gerne hätten. Dr. Bernadette Klapper. Frau Professor Grüters-Kieslich. Ach hier, es gibt so unendlich viele Baustellen, dass es so schwierig ist zu sagen, wo man jetzt anfangen soll. Ich meine, klar, das mit der Pflege, das ist überfällig. Das muss wirklich, das muss kurz-, mittel- und langfristige Projekte geben oder Themen, die man angeht. Und das Thema Prävention ist quasi auch wieder überlebensnotwendig. Weil wenn wir nicht Gesundheit und Gesundheitsministerium mehr aus dem Blickwinkel der gesundheitlichen Prävention denken, dann weiß ich nicht, wo wir landen in 10 oder 20 Jahren. Wir müssen wirklich anfangen, den Schwerpunkt auf die gesundheitliche Prävention zu legen. Prävention ist die beste Medizin, die man praktizieren kann. Ja, alles andere ist schlechter. Und diesen Blick aufzunehmen. Also ich würde wahrscheinlich als erstes mal diesen Blick reinbringen in das Ministerium. Prevention first. Und würde versuchen, dann eben Projekte aufzusetzen, die eben aus verschiedenen Perspektiven auch aufgesetzt und orchestriert werden. Nicht nur aus dem Blickwinkel der Medizin und der Pflege, auch der Patienten, auch der gesunden Menschen, um da dann wirklich auch die richtige Zielstellung zu haben. Weil bislang ist es so, dass die einzelnen Stakeholder lobbyistenartig einwirken auf Gesundheitspolitik und dann wird mal da was gemacht und da was gemacht, aber es ist kein integrierter Ansatz. Und ich glaube, das wäre der Ansatz, den ich so dann als ersten Mal wählen würde. Und ich finde, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer bei der Leopoldina ist nur wirklich bekannt, ne, Wolfgang? Da brauchen wir nichts weiter ergänzen. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Grüters-Kieslich. Bernd Rosenbichler. Wir haben uns jetzt wirklich nicht abgesprochen. Nee. Aber ich hätte eine ähnliche Forderung. Kommt einfach aus meiner eigenen Beobachtung. Niemand kann mir sagen, ob mein Sohn, was heißt gesund ist, was mein Sohn hat. Und diese holistische Perspektive, die fehlt mir komplett. Und auch diese, und nach, auch nach Gesprächen mit Ärzten, tatsächlich diese Reflexionen im Sinne von, wir müssten mehr miteinander sprechen. Und gleichzeitig die Beobachtung, dass eigentlich eine Prävention, das beginnt schon in der Pädiatrie, bei Kindern und bei solchen seltenen Krankheiten, unglaubliche Folgekosten für das System eigentlich sparen kann. Die Verbindung dann mit der Diagnose und die Verbindung auch mit dem Umgang einer solchen Krankheit, die fehlt komplett. Und das ist eigentlich auch mit mein Ziel, vielleicht fast so etwas wie ein Blueprint für so ein System aufzubauen, indem man gemeinsam holistisch auf solche Themen blickt. Von der künstlichen Intelligenz, die in der ganz frühen Phase beginnt, irgendwo aus Daten Erkenntnisse zu generieren, bis dann wirklich zum Umgang mit diesen Menschen, zu versuchen, die gesamte Wertschöpfungskette, wenn man so möchte, zu betrachten. Und ich glaube, dafür braucht es Incentives. Das ist nichts, was das System von sich aus intrinsisch motiviert entwickeln wird. Da müssen Leitlinien gesetzt werden, da müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und im positiven Sinne. Nicht im Sinne einer Strafandrohung, sondern wirklich im positiven Sinne. Und ich glaube, das wäre eine Chance, das zumindest mal zu versuchen. Also hier steht nicht nur ein Vater, sondern ein Unternehmer mit wahrhafter Managementerfahrung auch für politische Beratung bereit. Vielen Dank, Bernd Rosenbichler, lieber Professor Matze Adli. Also wenn ich jetzt überlege, was noch nicht angesprochen
wurde, fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist, ich würde in alle entscheidenden Prozesse Patientinnenperspektiven mit einbinden, weil das Erfahrungen sind, von denen, glaube ich, jeder Prozess, auch Gesetzgebungen und so weiter in diese Richtung oder Vorlagen dafür profitieren können. Wer ein paar Mal im Krankenhaus gelegen hat, weiß einfach, was an einem Krankenhausbetrieb verbessert werden kann und was gut läuft. Und ich habe gerade schon gesagt, ich bin ein großer Freund von Citizen Science, von Bürgerwissenschaften. Also die Erfahrung derjenigen, die genau wissen vor Ort, worum es geht, mit einbinden. Und deswegen sollte das fest verankert sein in den Abläufen in einem Bundesgesundheitsministerium. Denn das kann nur helfen, die Arbeit besser zu machen. Und ein anderer Punkt, der an den wir vielleicht auch noch denken sollten, wir haben schon darüber gesprochen, es mangelt an Pflege überall, aber woran es demnächst auch noch mangeln wird, sind die Ärzte. Die gehen uns nämlich auch gerade aus. Und da sieht es in 5 bis 10 Jahren nämlich auch schon sehr, sehr schwierig aus. Und auch dafür gibt es bisher noch kein gutes Konzept. Aber Sie stehen bereit und die Politik weiß ich, sie kennt sie. Auch bei den Corona-Pressekonferenzen, ich kann mich noch gut erinnern, vor 4 Monaten waren Sie engstens mit involviert. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei gewesen sind, lieber Professor Adli. Ich freue mich, dass alle hier gewesen sind, hier in dieser Runde, auch in der ersten und zweiten Runde. Ich darf an alle hier ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Ohne die jetzt diese Diskussionsrunde und auch das Follow-up, auch dein Team möchte ich hier highlighten, lieber Wolfgang, nicht möglich gewesen wäre. Und ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse an dieser heutigen Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage jetzt einfach mal bis bald.